Hallo Welt! Hey, hallo Einhorn. Hi, hallo. Willkommen zum Ihr Einhornstrom! Remote Unicorn Experience. Juhu! Hallo So viel Chat! Einhorn-Content Trappel, hier. trappel, 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 Hier ist noch eins. Und es leuchtet. Ah, ich mache das Hier ist jetzt hier auch mal so eins. hin. Nee. Wie ist das? So. Mensch, schön. Es ist 2021, ein Jahrzehnt weiter und ihr seid wieder da. Henning und Das Claudia. erste Moin. Jahrzehnt Forschungsstrom ist schon, liegt schon hinter uns. Ja, das war auch Auch wenn wir nur stressig, ja. ein Jahr im Jahrzehnt gestreamt haben und die Nerds streiten sich eh mit denen, wie das mit ist hier mit den Jahrzehnten, ne? Nee, ah, nein. Stimmt. Es war das Ja. beste Forschungsstromjahrzehnt ever. Okay. Das Auf jeden Fall. Oh, schön, ja. Im Jahrzehnt gestreamt Oh haben Gott, und warte, weil wir hören uns doppelt. Oh, nein, ich hab. Oh, das bin ich. Ich glaube, hast du La, den la, Ton nicht la, aus? la, 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 la. Einmal mit Profis hier. Dann sagen wir schon mal, hallo Mr. Capture, Fump. Moin. Hallo Horsti, hallo Hepta schon, hallo Ofeiden, hallo zusammen und JP Tiele, hallo, ja, ihr habt derbe Leck. Hallo Chat. Echt, oh, Also, es ist sehr schlimm. Ach, ja, es ist tatsächlich schlimm. Wir haben hier sehr viel Frame-Verlust. Wir hoffen, Monkey Queen, hallo, dass sich Twitch noch fängt. Also, hier ist eigentlich die Verbindung gut. Irgendwas upstream funktioniert nicht. Wir hoffen, es ist Frameverlust. erträglich. Ansonsten müsst ihr uns später auf YouTube gucken. Wie, aber der Spaß ist doch, dass wir mit euch chatten wollen Ja, hier. das stimmt, das stimmt. Ach, es fängt sich noch. Hallo, OA-Unicorn. Oh, warte. Hallo, Oh, Unicorn, das OA-Unicorn. ist ja großartig. Schön, dass du da bist. Hey! Hey, Unicorn Club, die Remote Unicorn Experience. Weil es gab ja Genau. keine richtige Chaos Experience, sondern also nur Remote, deswegen Ja. der Witz dazu. Und Stimmt, deswegen machen stimmt. wir heute die Remote Einhorn Experience. Genau, Wir sind genau. ja bei uns, Muss das so. Remote ist ja bei uns schon, wir waren ja Remote, bevor es cool war, oder? Bevor es jeder gemacht hat. Ja. Und gleichzeitig, bevor es so annoying war. Ja, bevor Ja. wir das den ganzen Tag gemacht haben. Ein Jahr Zoom. Und nur mit euch macht das so richtig Spaß, Kinder. Echt? Ja. Vielleicht sollte man das auch bei den Arbeits-Zooms auch mal zwischendurch so einen Chat machen, dass man auch mal dann mit dem Chat interagieren kann. Das wäre doch auch was Schönes, oder nicht? Ja. Nein. Ich überlege gerade so, also was ist Arbeits-Zoom-Meetings, das ist immer so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass die Leute alle ihre Kamera anmachen. Weißt du? Dann sieht man sie vielleicht da so sitzen. Ich sitze ja auch Ach oft so. so da und denke so. Ach so, Claudia, du hast dieses Ding mit dem Audio-Großraumbüro, oder? Wo man über Mumble beim Arbeiten Genau, kooperierend genau. ist. Ja, ist auch interessant, das Modell, ja. Absolut. Wir schweigen uns die meiste Zeit an und zwischendrin lacht mal jemand oder sagt was oder kommentiert was oder regt sich auf. Ja, Wie im interessant. richtigen Büro. Also dieses, weißt du, du sitzt an deinem Computer und bist in Gedanken verloren und machst dann plötzlich so, ey, scheiße, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann antwortet dir jemand und sagt dann so, was denn? Und ich so, das. Und dann löst sich das Problem wie von selbst. Cool. Ja, klingt gut. Tja, so kann es gehen. Aber wart ihr denn bei dem Remote Einhorn? Nee, Remote Chaos Cook Experience, wie hieß das nochmal, das Original? Wart ihr da? Ja, beim RC3. Ich sage immer nur RC3. Das kürzt das alles ab. Wir haben ja uns auch mal da kurzzeitig getroffen, weil da es so einen tollen Vortrag gab. Aber liebes Twitch, haben wir mal fremd getwitcht. Wir haben gar nicht auf Twitch getwitcht, sondern wir sind im Jitsi gewesen. Und weil das kein Forschungsturm Klassik war, aber es war auch ganz nice, oder? Ja, total. Also Das war ganz nice, ja. da haben wir doch auch Großraumbüro gemacht. Wir haben alle gemeinsam in Jitsi den Vortrag gehört. Und konnten dann chatten oder mal was sagen. Empfehlenswerter Vortrag über die Wissenschaft und wie die Wissenschaft so funktioniert. Kann man sich auch irgendwie auf mediaccc.de angucken. Wollte gerade Ist sagen, halt hat auf jemand den Englisch. Link? Den müsste man ja noch mal raussuchen zu Den dem habe ich Vortrag. auch nicht Spätestens parat. nach Aber von liefern, ne? Joram Schwarzmann war das, ne? Ja, und der gute Joram war so nett und hatte, nachdem er auf Twitter entdeckt hatte, dass wir ihn gemeinsam gucken und hören, sich dann noch angeschlossen und ist noch nach seinem Vortrag in den Raum gekommen, in den Jitsi-Raum. Das war Hat er natürlich uns super nice. geradet? Genau.
Ja, also sowas in der Art. Aber ich fand das total schön. Also das war Remote Public Viewing mit Stargast. So. Ja, und so ein bisschen Reflexionsebene dabei, ne? In der Tat, in Ja. der Tat. Es gab nur leider nicht so viel zu lästern, weil er so einen guten Vortrag gemacht hat. Das fand ich ein bisschen schade, aber Ja. dann haben wir ihn halt einfach gelobt. Genau. Nee, warte, wir haben schon angemerkt, dass bei den jeweiligen Spezialgebieten wir schon noch was zu ergänzen hätten. Ja. Aber das ist immer so. So ist Ja, es. und Ja, genau. Ja. ich fand es halt toll, wie er das grafisch gemacht hat. Also dieser Comic-Stil fand ich ganz klasse, so diese Zeichnungsvideo. Schade, dass das natürlich alles jetzt eher so Closed-Source-Programme waren, die auch eher in die teurere Richtung fallen. Das war schade. Oh, ein Henning war kurz weg. Ups, ich wollte mich nur muten, weil ich rülpsen musste, aber jetzt habe ich meine Kamera ausgeschaltet. Technik fail galore. Schlimm. Einmal Jetzt mit habt Profis. ihr zwar nicht gesehen, wie ich gerülpst habe, aber gehört. Henning, nach 13 Shows können wir auch gegenseitig mal rülpsen. Ich meine, Ja. das ist, oder so viel Vertrautheit ist, glaube ich, da. Ja, So ist ist das. Ich wahr. muss mir ja hier Danke, das Horsti. Koffein. Horsti hat den Link zum Scientific Ach, toll, klasse, Literacy. Ja. ja. Heißt es Und eigentlich gab es. Scientific oder Entschuldigung. Science Literacy? Weil er hat immer Science Literacy gesagt, aber der Vortrag Ah. hieß Scientific Literacy. Ah, interessant. Da hätten wir Also was gehabt, bilde womit mir wir ihn ein, dass richtig Science Literacy auseinandernehmen ist. können und das fällt uns jetzt erst auf. Ja. Tja. Und ich glaube, dass Science Literacy, ist das nicht so ein gesetzter Begriff auch? Müsste man nochmal recherchieren, aber mir war so. Mir auch, aber ich benutze tatsächlich in Vorträgen auch viel zu oft Scientific Literacy. Einfach. Aber was, erklär mir mal, was daran schlechter ist? Ich weiß nicht, ob es schlechter ist. Ich glaube nur, dass Science Literacy, genauso wie Information Literacy, einfach gesetzt ist und es geht um das Hauptwort, nicht um wissenschaftliche. Ja, ich glaube, es geht beides. Aber ich dachte bei Science Literacy mehr daran, dass man tatsächlich selber Wissenschaft machen kann. Also, ich kann selber Okay. wissenschaftlich arbeiten und für Scientific Literacy habe ich mehr im Kopf. Ich verstehe, wie Wissenschaft funktioniert, nicht, dass ich es Ja, selber aber machen kann. darum ging es doch auch in dem Vortrag eigentlich eher, verstehen, Ja, wie es funktioniert, ne? aber ich glaube, das ist nur in meinem Kopf. Diese Unterscheidung ist nur in meinem Kopf. Fürchte Ja. ich. Ja. Seid ihr denn gut Und ins neue Jahr sonst gekommen? genau, wollte ich auch gerade fragen, gab es denn zwischen den Jahren oder so oder im Dezember, im Rest Dezember noch andere Wissenschaftskommunikationsrelevante Dinge, die passiert sind oder so? Irgendwas, was man noch mal kurz rekapitulieren müsste. Erinnert ihr euch noch an Heidi? Aber Unsere hallo. Ja. Gästin Ja. von Mai, Juni, Damals. so, genau. Also im letzten Jahrzehnt. So. Genau, die hat einen Podcast. Die Podcaste, da bin ich ja ganz happy drüber, weil mehr Frauen in der Podcast-Szene bin ich voll dabei. Die hat einen Podcast, der heißt Open Irgendwas mit Science. Open. Open Science Stories, die erzählt Ja. wissenschaftliche Open Science, aber in ganz, ganz kurzen Geschichten. Also das ist jeweils nur so eine 5 Minuten, warte mal, ich habe irgendwo den Link. So ein Ist aber fünf ist bei dir schon was Minuten. angekommen? Ich habe den abonniert, aber da habe ich nur den Trailer irgendwie bisher gehört. Ich muss mal hier gerade in meine Podcast-App gucken. Also Ja, ist da es gibt, schon, glaube gibt's da ich, schon auch eine? bisher nur den Trailer. Ah Aber ja. der Ansatz scheint mir auch sehr vielversprechend. Das kann man ruhig schon mal die Abonnieren-Buttons Ja. klicken da und dann mal abwarten, was die bringt. Genau, Das Heidi war schon. Seibold, Und wem und das auf jetzt nichts Anchor ist der, sagt, glaube kann man ich, jetzt im gehostet. Archiv vom Forschungsstrom auch nochmal die Show, die wir mit ihr gemacht hatten. Ja. Wir werden dann sagen können, bevor sie ganz groß war, war sie hier. Ne? Ja. Hatten wir sie da, das kann man auch im Archiv nachgucken. Also, Ne? Ja. Ein Einhorn für Heidi. Ja, Einhorn für Heidi. Für alle gibt es heute Einhörner. Also richtig gute Gäste bekommen von uns drei Einhörner. Ist Ach das nicht so, auch oh, das ist ja jetzt hier wie bei der wir haben ein Rating Show. von Nee, GästInnen. Entschuldigung, das ist ein ganz schlechter Witz, den Lambert, ich mir ich habe gerade leider heute ausgedacht kein Einhorn für dich. habe. Das ist nicht eine Zero-Covid-Strategie, das ist ein Unicorn. Zero-Unicorn-Podcast-Show, die hier gerade läuft, wenn man so richtig enttäuscht ist. Ja, Ne? genau. Na? No unicorns Aber for so you. Ich habe schlimm. heute kein Einhorn für dich. Ja, so schlimm kann es eng enden. Wie traurig. Wenn es denn endet, ja. Ah ja, Die guck mal, Jackie. Trump-Präsidentschaft endet ganz ohne Einhorn. Das muss man mal sagen. Also Ja. einhornloses Event. Definitiv, Ja. definitiv.
Genau, wer uns jetzt runterziehen will, der spricht uns jetzt auf aktuelle politische Ereignisse an. Aber eigentlich wollten wir ja über Wissenschaft schnacken, oder nicht? Ja, vor allem über intelligente Dinge, so. Oh, es gibt eine Sache, die so ein bisschen aus so einer niedersächsisch-lokalpatriotischen Perspektive, nein, aber nicht nur aus der Perspektive, die ich wirklich cool fand. Ja. Und zwar kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, also ich weiß, wir sind alle Corona-müde und das Thema rockt nicht mehr so richtig oder sowas. Aber trotzdem, lasst mich an eine Sache erinnern. Und zwar kurz vor Weihnachten wurde in The Lancet ein Papier gedroppt von zwei Niedersächsinnen. Nämlich Viola Priesemann und Melanie Brinkmann, wo sie nochmal deutlich Position dazu bezogen haben, wie man eigentlich aus so einer ganz stark wissenschaftlichen Perspektive mit Corona umgehen sollte. Und ich will es gar nicht hier im Detail da reingehen. Guckt euch das selbst nochmal an. Sie haben auch eine schöne Website dazu gemacht, wo sie den Text in viele Sachen übersetzt haben und nochmal so ein bisschen kommentiert und so. Und ich finde es so toll, weil ich glaube, wir irgendwie am Rande tauchte das Thema auch mal bei uns auf. Ich meine, was uns bei Drosten oder so gefiel, war teilweise diese sehr, sehr zurückgenommene Art, ne, dass er immer so sagt, ja, frag mich nicht zu Bakterien oder ich bin kein Epidemiologe. Sondern von Politik? Natürlich auf der einen Seite, ja, genau, Politik schon gar nicht. So, was auf der einen Seite super sympathisch ist, ja, das ist gut. Und jetzt aber sozusagen nochmal das Pendel in die andere Richtung. Das sind Leute, die sich absolut top auskennen, also Viola Priesemann bei diesen epidemiologischen Modellen und die anderen Co-Autorinnen auch in ihren jeweiligen Fächern. Und die einfach sagen, so, und jetzt, wir brechen das mal für euch runter, was für eine politische Agenda wäre jetzt da angebracht. Und das fand ich interessant. Ich habe es sehr gemocht, also guckt es euch an. Ja, und ich meine, im Prinzip ist ja sozusagen die ganz kurze Zusammenfassung ist irgendwie Fallzahlen so niedrig wie möglich und auch nicht die 50 als das Ziel ansehen, was man von oben mal so ankratzen möchte, sondern eigentlich noch viel weiter runterkommen. Ich glaube, 20 oder 10 für eine 7-Tages-Inzidenz auf 100.000 Einwohner ist so das, was die eigentlich haben wollten. Und ja, das zeigt halt nochmal, wie recht Frau Merkel hatte, als sie eigentlich Mitte Oktober die MinisterpräsidentInnen schon mal zusammengerufen hatte und da eigentlich schon Richtung Lockdown gehen wollten. Und ich denke, was für mich jetzt auch so die Lektion aus dem Herbst ist, ist, dass es eigentlich Quatsch ist, mit einem sanften Lockdown anzufangen und dann die Schrauben immer weiter anzuziehen, sondern dass man es genau andersrum hätte machen müssen und halt auch viel früher. Und dass man dann jetzt nicht in diesen ganzen Bredouillen wäre, wo die Leute sterben und die Wirtschaft wegen des viel zu schwach eingebremsten Lockdowns und zu spät eingebremsten Lockdowns halt ernsthaft leidet, ne? Und das steht, glaube ich, auch in dem Paper halt so drin, so ganz niedrige Fallzahlen. Ich meine, es klingt eigentlich wie ein No-Brainer. Irgendwie, wenn wenig Pandemie ist, ist es besser. Hm. Aber ist halt wirklich viel besser und wäre halt wirklich wirtschaftlich günstiger gewesen, bei diesem Treffen am 15. Oktober halt voll auf die Eisen zu steigen. Auch wenn dann immer alle sagen, das konnte man den Leuten damals nicht verkaufen, weil es nicht klar war. Aber ich meine, wir hatten Bergamo, wir hatten New York und jetzt haben wir die 1.000 Toten pro Tag. Ja. Und das ist von der Kommunikation her so schön von denen durchgezogen, weil diese simple Message lässt sich verstehen. Und sie haben daraus so eine Art Plattform gemacht, wo dann zum Beispiel, um nur mal einen weiteren Namen noch zu nennen, ja, Clemens Fuest hat das Ding unterschrieben. Und das ist nun wirklich niemand, der dafür bekannt ist, dass er leichtfertig sagt, die Wirtschaft, die muss man nicht schonen oder so, sondern nein, im Gegenteil, der gehört zu diesen Wirtschaftsweisen und ist ein absoluter ordoliberaler Hardliner, ne? Und aus so einer Perspektive, dass man sagt, nee, gerade weil die Wirtschaft nicht geschadet werden soll, über die Maßen nicht stärker als nötig ist, muss man, wenn man es macht, es richtig durchziehen und mit niedrigen Fallzahlen anstreben. Und das macht, das ist sozusagen schön sozusagen durchgezogen von der wissenschaftlichen Erkenntnis runtergebrochen, so dass man eine Plattform schafft und dann auch wirklich Leute erreicht damit. Also habe ich das Gefühl. Ja, schön. Aber ist der Herr Fuß, ist der auch aus Niedersachsen, oder? Weil du eben angefangen hast mit Niedersachsen. Fast, er ist aus München. Okay, nee, er ist nicht aus Niedersachsen. Aber die Hauptautorinnen des Papers.
Ja, aber ich fand in dem Kontext übrigens, also man kann ja über jede Maßnahme ganz viel diskutieren oder auch nicht diskutieren, aber ich fand in dem Kontext richtig interessant auch die Kampagne von Schwarz-Blond, die sich an die Arbeitgeber richtete, ne? Weil es ist mir heute tatsächlich extrem aufgefallen, dass ich in einem, also jetzt nicht im Forschungszentrum Jülich-Kontext, sondern in einem anderen arbeitstechnischen Kontext zu einem Meeting mit mehreren Personen eingeladen wurde und dann hieß es vor Ort und ich fragte so, What? why? Und dass das wirklich irre ist, das wäre ja noch nicht mal verboten. In meinem Privatleben habe ich in den letzten Jahren ungefähr, ich kann die Leute, die ich getroffen habe, an meinen zwei Fingern abzählen. Ja, ansonsten, also An deinen zwei Fingern? zwei Händen, Entschuldigung, zwei Händen abzählen. Und Ja. das ist so, An meinen zwei aber Einhörnern auf der abzählen. Arbeit dürfte ich mich offensichtlich ja dann, also das verbietet mir niemand. Im Moment darf ich mich sonst privat nur mit einer weiteren Person treffen, aber bei meinem Arbeitgeber oft alles egal. Also ich bin ja jetzt Und nicht, alle müssen in Homeoffice, aber also ein bisschen mehr Anreiz wäre schon dringend nötig. in der S-Bahn zum Arbeitgeber, da darfst du dich auch mit Naja, das ist auch okay. 20 treffen. Da finde ich, also da verstehe ich, dass viele sagen, warum muss ich mich privat so einschränken, aber auf der Arbeit ist da nichts. Und da fand ich diese Kampagne, wo sie das auch sehr ausführlich in einem Artikel erklärt hat, eigentlich sehr, sehr gut. Also, ne, Hat mir auch gefallen, ja. Aber jetzt machen wir doch Tassi schon ist wieder hier eine Reptiloid. Corona-Sondersendung. Ja, vor Schön. allem muss ich gerade mal nochmal aufgreifen, dass JP Thiele da oben geschrieben hat, gab es nicht Weihnachtspost? Und ich bin mir sicher, dass jemand von uns Oh, Weihnachtspost bekommen oh. hat. Es ist unglaublich. Ich habe Weihnachtspost bekommen und da steht drauf, erst beim Forschungsstrom im Januar öffnen. Und ich habe es wirklich noch nicht aufgemacht. Insofern, wir können jetzt beim ersten Unboxing-Event Warte mal, ich mach im mal Forschungsstrom könnt ihr alle teilnehmen. dein Und Video ich möchte jetzt, groß. Ja. ich möchte schon mal sagen, allein die Tatsache, dass wir Fanpost bekommen haben, verdient schon drei Einhörner, Ja. oder? Das Ja. sollte uns Ach drei Gott, Einhörner jetzt wird auf jeden Hennings Fall Kamera drei wieder ganz Einhörner. schlecht, weil er sich bewegt. Entschuldigung, Entschuldigung, ich ich sollte ja, mich nicht bewegen, ja. wir Dann sollten nimmt bei einmal mir die die. drei Einhörner, die Wertung, die Punktwertung. Claudia, Das, kannst du bitte also ein paar Claudia, bitte Einhorn, einen ja, Einhornpunkt von ja, mir? jetzt, warte, Moment, Einhorn. Einhorn. Ihr habt das gesehen jetzt, oder? Ja, Unicorn. Ja, okay, gut. gut, jetzt sehen wir auch wieder Henning. Dann unboxe Sehr mal. gut. Ja, unsere Genau, also Verbindung. es ist. Es enthält hier, nee, mehr ist es nicht. Also, es enthält eine Urkunde, die ich euch nicht gleichzeitig zeigen und vorlesen kann, aber es geht um die goldene Weiche. Das ist eine Urkunde. Und dort steht, könnt ihr das lesen? Die ständige Konferenz der ZuschauerInnen, möchte ich ergänzen, des Forschungsstroms hat den Strömer Henning The Downer Krause für sein herausragendes Meta-Derailment in der Folge, das Dilemma und die verzögerte 13, mit der goldenen Weiche 2020 ausgezeichnet. Großartig. Henning, das ist super. Ja, also wir erinnern uns, es ging um Derailment und auf einmal brach meine Fritzbox zusammen und hatte keinen Tropfen, kein einziges Bit Internet mehr für mich. Und dann bin ich im Bällebad liegend rausgeflogen. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, guckt sie euch an. Wobei Und auch ja, also ich. in der letzten Folge, genau da hat, warte mal, ich teile mal genau, die Minute des Videos, ihr könnt ihr euch dann nochmal angucken. Aber da war noch eine Box dabei, sagt Genau, JP also erstmal muss ich natürlich sagen, ich nehme diesen Preis an. Also Thiele. wenn ihr euch jetzt gedacht habt, ich würde diesen Preis ablehnen, dann. Und genau, es ist noch ein Geschenk dabei, das ich jetzt hier mal wirklich unboxen muss. Ich mache mal hier das Papier kaputt, da kriege ich Das ist nämlich zu doch Hause jetzt mal. diese kleine goldene Weiche, die du ab jetzt dann immer so am Jackett angesteckt Oh, tragen ja, mal musst, Henning, schauen, oder? vielleicht Glaube ist ich. jetzt das ja. Okay. So, Dafür ist es haben ein wir hier ein bisschen bisschen groß. Oh Audio. Gott, Ich bin ein bisschen Audio. deine Kamera wird so grisselig, wenn du dich bewegst. Das ist ja Wahnsinn. Ist Ja? eine Nicht-Motion-Capture-Kamera. Und immer wenn du dich bewegst, fängt sie an. Nö, jetzt mag ich nicht Schlimm. mehr. Naja, gut. Ja, jetzt merke ich gerade, dass ich hier oh, was zum Aufmachen brauche. Ach ja, jetzt geht's. Ist hier wirklich eine goldene Weiche drin? Oh, Alter. Alter Schwede. So, kann die Kamera, ist sie gerade wieder scharf? Kann ich das jetzt Ja, hier ins Bild ja. holen?
Das ist Boah. Die goldene Weiche. Großartig. Eine, pass auf, eine selbst gedruckte goldene Weiche. Nein, im Ernst. Oh, doch, der gute JP hat sie dir gedruckt. Wahnsinn. Ist nicht wahr. Doch. Ist nicht wahr. Ist das eine... toll, oder? Großartig. Das ist der Hammer. Kinders, die hänge ich mir hier ins Haar oder so. Oder mach sie mir hier ans Mikrofon ran. Das es fehlt ja noch der Zug für drauf, weißt du? Naja, gut. Hoffentlich geht es nicht kaputt. Ja, JP, herzlichen Dank. Das ist ganz großartig. Ich nehme diesen Preis an, anders als andere Leute. Ja, also schickt uns mehr Hörerpost. Das macht riesen Spaß. Zeichnet bitte Claudia aus oder Lambert für die schönste Dekoration oder was auch immer. Das ist ein großer. Ich habe umdekoriert. Und meine Regale sind leerer. Die beste Community von allen. Ja, genau. Ja. Schenkt Claudia was Schickes Neues fürs Regal, was zu dieser Show passt. Was passt zu dieser Show? Goldenes Mikrofon. Aber das gibt es schon als Preis irgendwie. Ne? Ja. Aber ich finde die goldene Weiche, das ist mal ein Preis, der ist richtig gut. St. Lambert hatten wir ja auch schon. Ja, St. Lambert. Brauchen wir dir so eine kleine, wir brauchen eine Lambert-Wackelpuppe mit so einem Mönch, mit so einem... Oder ich kenne diese Wackelpuppen mit der Queen, die immer so unmerklich, wenn Licht drauf fällt, diese Handbewegung macht. Falls für diejenigen von euch, die The Crown gerade gucken, was eine grandiose Serie ist, werden auch wirklich wiedererkennen, dass diese Art Hand... Naja, gut. Lass mich nicht damit anfangen. Okay. Ich hatte übrigens zuerst eine andere Assoziation bei der Weiche. Ich dachte zuerst, als du das gezeigt hast, ist die Urkunde, Henning, jetzt kommt was mit so moralischen Dilemmata und dass du jetzt irgendwie diesen Schalter umlegen musst. Da gibt es doch jetzt immer in der Moralphilosophie diese Gedankenexperimente, wo auf der einen Schiene liegen so ein paar Forschungsstromhörer und auf der anderen liegen Claudia und ich, und du musst sozusagen entscheiden, wer überfahren wird von dem Zug oder so. Diese Art Probleme, die unlösbar sind, ja. Ich hätte ein paar Lego-Männchen hier, könnte ich eben mal kurz visualisieren. Ja. Nee, also ist schon gut. keine Menschen überfahren. Das funktioniert sogar. Nein, nicht im Ernst jetzt. Das ja, also man kann das hier... dass man das vorne Weiche sieht... Passiert nichts, aber man kann hier zumindest diesen Schalter, kann man hier. Okay. Hier und im Chat wird auch schon der Fachbegriff gewusst, der mir gerade fehlte, nämlich das Trolley-Dilemma. Genau. Danke, Trolley-Dilemma. Genau. Rosti, das ist Wobei dann der Klassiker, der dann immer ja gegen das Trolley-Dilemma angeführt wird, ist die Tatsache, dass natürlich autonome Fahrzeuge nie so schnell fahren würden, dass sie überhaupt nur in die Gefahr kommen, irgendjemand zu überfahren, sondern sie einfach immer doof rumparken, dann wenn irgendjemand auf dem Gleis liegt. Hat schon jemand Quality Land gelesen? Da richtet sich das nach deinem Level. Was? Echt? Ich hatte die Quality Land Lesung bei dem Remote Experience. Mein Mikro. Man könnte meinen, das wäre Folge 13. Was es auch ist. Henning macht sein Video aus, Lambert reißt seine Kamera um. Vielleicht, Claudia, könntest du jetzt noch im OBS mal kurz auf Pause drücken oder so? Ja, also Twitch tut schon sein Bestes. Twitch tut schon sein Bestes, ja. Es ist Folge 13, Leute. Das ist, that's live. So. Wollen wir eigentlich noch über Wissenschaft? Ja, wollten wir, ja, ne? Ja. Und Claudia, du hast gesagt, du wolltest unbedingt anfangen. Normalerweise knobeln wir ja die Reihenfolge aus. Aber ich muss anfangen. Ich muss anfangen, weil ihr habt mir meinen Gag versaut. Was? Gag versaut? Nein, da haben wir doch keiner Schuld bewusst. Nein, nee. Habt ihr nicht. Also mein Thema war, ich habe den anderen geschrieben, wir nennen uns ja nie, was wir machen. Also wir wissen ja gegenseitig nicht, was wir hier tun. Wir nennen uns immer nur so einen schnieken Titel. Sag ich mal, der so grob erklärt, worum es geht. Und mein Titel war, ich habe ihn als erstes geschrieben, habe gesagt, mein Titel ist MFG. Und daraufhin hat Lambert so seinen Titel genannt und meinte, aber ich kann da auch eine Abkürzung für finden.
Und dann hat sich Henning auch noch eine Abkürzung ausgedacht. Und jetzt ratet mal, worüber ich heute reden wollte. Also irgendwie müssen doch bei den Forschungsstrom-Zuhörern Leute mit 90er-Jahre-Hintergrund sein. Das Absolut. Kann nicht anders sein, oder? Ja. So rein biografisch mäßig, gefühlt oder so, nein? MFG, mit freundlichen Grüßen. Die Welt steht uns zu Füßen. Wir stehen drauf. Gehen drauf. Ja, nehmen wir stehen drauf. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Okay, oh gut. So viel dazu. Aber ich möchte ja gar nicht über Fanta 4 reden, obwohl wir das auch tun könnten. Ich kann den ganzen Text... Ach, egal. Nein, ich möchte... Also wieso denken wir alle bei MFG an dieses Lied? Also wahrscheinlich, weil wir alle an mit freundlichen Grüßen denken. Also damit endet man E-Mails. Aber ich frage mich, warum? Also ich schicke euch mal gerade einen Link. Ich mag ja Wikipedia sehr, 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 sehr gerne. Und es gibt nicht, also MFG kann ja mehr bedeuten. So, also MFG. Ja, aber jetzt hast du mit großem F geschickt hier. Ja, natürlich. Ich wollte euch natürlich extra in die Irre führen. Aber einfach nur MFG, die Buchstaben, die können ja noch mehr bedeuten. Ich glaube, meine Lieblingsabkürzung MFG ist Mitfahrgelegenheit. So, warum denkt niemand an Mitfahrgelegenheit, wenn ich MFG sage? Multifunktionsgehäuse. Ja. Das kannte ich noch nicht. Aber Mitfahrgelegenheit, gibt es das? Ist das nicht auch ausgestorben? Gibt es Mitfahrgelegenheiten? Seit Corona sicher. Heißt das jetzt BlaBlaCar, heißt das jetzt, glaube ich. Okay. Ja, aber genau. Marinefliegergeschwader. Du willst also mit uns über das Marinefliegergeschwader sprechen? Nein, wollte ich nicht. Worüber ich eigentlich reden wollte, sind Abkürzungen. Weil ich auf der Suche war nach einem Thema und ich hatte so, diesmal habe ich so gar keine Idee und habe dann einfach mal in einem Stream von jemand anderem so gefragt, was es für Ideen gibt, und es gab keine Ideen, und dann haben wir über Wetter philosophiert und dann habe ich gesagt, naja, ich könnte ja auch mal PV erklären. So. Photovoltaik. Genau, das sagte dann der Streamer auch und ich dachte so, nein, nicht Photovoltaik. Und dann schlug Mr. Prosser, unser schöner Mann hier im Chat, vor, ja, warte, was war es noch? Process Variable. Oh. Und ich so, nein, PV, Potential Vorticity. Was? Vorticity? Ja, das hast du jetzt ausgedacht. Nein, darüber habe ich gedacht. Das ist Teil meiner Diplom- und meiner Doktorarbeit gewesen. Also PV ist eine feste Abkürzung in der Meteorologie. Und PV ist offensichtlich auch eine feste Abkürzung in der Photovoltaik. Und offensichtlich auch beim Programmieren, Process Variable. Deswegen kam ich auf die Idee, dass Abkürzungen ja echt missverständlich sein können. Ja. Ne? Voll. Absolut. Könnten sie. Aber in der Wissenschaft sind sie ja total in. Ha, genau darüber möchte ich reden. Weil die sind wirklich sehr, sehr in. Und ich habe, es gibt eine Liste der 20 häufigst genutzten Abkürzungen in PubMed seit 1950. Also 1950 bis 2019, glaube ich. Und da sind so Sachen dabei wie DNA, IL, PCR. PCR ist auch dabei. Unter den Top 20. Ja. Ja, unter den Top 20. Ich schicke euch den Link zum Paper mal. Das müsste Tabelle 1 sein, glaube ich. Genau, das ist Tabelle 1. Und da könnt ihr das sehen und da seht ihr auch, dass einige davon tatsächlich mehrdeutig sind. Also auch in der Wissenschaft mehrdeutige Begriffe, also nicht nur PV, sondern auch noch andere mehrdeutige Begriffe vorkommen. Und dieses Paper fand ich halt total interessant, aus mehreren Gründen. Also wenn man Tabelle 1 anguckt und dann erstmal raten kann, warte mal, das ist, glaube ich, unter Results. Oh Gott, die haben da sogar Videos, ne? Finde ich total toll. Warte, was war doppeldeutig? MS, Multiple Sklerosis und Mass Spectrometry. Je nach Wissenschaftskontext heißt es wirklich was anderes. Also das heißt, auch in der gleichen Domäne, im gleichen Fach gibt es möglicherweise verschiedene Bedeutungen für die gleiche Abkürzung. Ja.
US ist entweder United States Ultrasound oder Urinary System. Ach. Was ist denn ein Urinary System? Das ist deine Blase, die, also, oder? Ach so, ja, das ist, ja, okay. Mhm. Ich würde sagen, Zeit. Oder? Ja. Aber wenn US doch drei verschiedene Dinge heißen kann, dann, wieso ist das dann hier in der Top 20, wenn die allen Einzelnen bestimmt gar nicht da reingekommen sind? Genau. Aber wie willst du es unterscheiden, wenn nur Abkürzungen benutzt werden, ne? Ja. Und da. Also die Tabelle ist sowieso total lustig. Ne? Man kann sehen, dass heutzutage, wenn man so richtig Erfolg haben will mit seiner neuen Abkürzung, man am besten was mit Letters and All Numbers nimmt und dann mindestens zwei davon oder so, wenn ich es richtig interpretiere, könnte man richtig wahrscheinlich. Hier kommt die Schwäche des Papers auf jeden Fall zu tragen. Also, was die hier gemacht haben, kann ich ja mal kurz sagen, damit ihr wisst, wie diese Tabelle entstanden ist. Sie haben aus PubMed von 1950 bis 2019, das sind ungefähr so 25 Millionen Titel, die sie da rausgeholt haben, also nur Titel und ungefähr 18 Millionen Abstracts. Also sie haben sich nicht die ganzen Paper angeguckt, sondern nur Titel und Abstracts. Und daraus haben sie erstmal alle Abkürzungen extrahiert. Das sind so knapp 1,1 Millionen Abkürzungen. Und da haben sie jetzt aber ein bisschen rumdefiniert. Also was eine Abkürzung ist, kann man sich ja auch drüber streiten. Ne? Also die sagen, ein Wort, bei dem mindestens 50% der Buchstaben groß geschrieben sind, ist eine Abkürzung. Ach so, okay. Mhm. Also weil es dann auch solche Grenzfälle gibt, schätze ich mal, wie Akronyme oder sowas oder so Abkürzungen, die sich wie ein Wort sprechen lassen? Oder was sind das für Fälle, an die man da denken muss? Ich finde es schwierig. Also ich meine, wenn du eine automatisierte Definition für was ist eine Abkürzung finden willst. Ja. Ja, also es ist kein schlechter Ansatz. Man verliert natürlich definitiv, denke ich, welche. Und man gewinnt was dazu, was vielleicht keine ist. Also mein Eindruck ist, dass das, was meistens in der Wissenschaft als Abkürzung benutzt wird, sind eigentlich Akronyme. Denn wenn man, glaube ich, so aus so einer sprachmechanistischen Sicht das sieht, dann würde ich sagen, eine Abkürzung ist sowas wie STR für Straße. Das ist irgendwie eine Abkürzung, weil das ist genau der Teil, wie es anfängt, und dann wird es einfach nur abgekürzt. Ja. Aber wenn du sowas hast wie DNA, das sind halt die Anfangsbuchstaben von einem Begriff, der aus drei Wörtern zusammengesetzt ist, und das streng genommen Akronym, umgangssprachlich aber halt auch mit als Abkürzung mitbezeichnet. Aber ich glaube, die meisten Dinge, über die wir so sprechen, sind eigentlich Akronyme. Ja. Wäre. Genau. Ja, stimmt, genau, so ist es. Und ich schätze mal, dass es auch nochmal interessant wäre zu gucken, was Linguisten darüber sagen würden, oder? Weil ich schätze, es ist jetzt so eine Ad-hoc-Vermutung von mir, dass zum Beispiel sowas wie CRISPR-Cas besonders erfolgreich ist oder sich schnell durchsetzt, weil es sich sprechen lässt wie ein Wort, oder? Also das ist DNA, muss man so sagen, sprachlich, und naja. Ja, also ich finde es total schwierig, weil sie haben auch darüber hinaus noch so Sachen gemacht, wie eben, wie du mit Zahlen gesagt hast, ne? Also N95 ist zum Beispiel bei ihnen keine Abkürzung oder kein Akronym, weil N95 ja nicht mehr als 50% Großbuchstaben hat, sondern da sind ja Zahlen. Aber FFP2 wäre es schon. Genau. Ah, aber das ist doch, ja, das ist dann komisch mit der Definition, oder? Das ist dann nicht nachvollziehbar, finde ich. Ja, also es ist ein guter Ansatz. Also mir fällt jetzt selbst persönlich auch nicht direkt was ein, wie man es besser machen kann in dem ersten Ansatz. Aber ich finde schon, du hast recht, da könnte man noch mal mit LinguistInnen sprechen und sich das vielleicht noch mal genauer überlegen. Aber ich finde so als Einstieg und zum Rausfinden, was passiert da eigentlich mit Abkürzungen im Moment, total, total schön. Und ich meine, der Titel des Papers sagt es ja schon, was Meta-Research, the Growth of Acronyms in the Scientific Literature. Also es nimmt ja quasi schon vorweg, was passiert, ne? Es gab einen ganz, ganz großen Anstieg, und zwar tatsächlich, warte mal, von in den Titeln von 0,7 Abkürzungen pro 100 Wörter, was bei Titeln echt absurd ist, pro 100 Wörter zu rechnen, aber auf 2,4. Und im Abstract von 0,4 Abkürzungen pro 100 Wörter auf 4,1.
Also da hat sich schon verzehnfacht. Welcher Zeitraum war das jetzt nochmal? 1950 bis 2019, also 70 Jahre. 70 Jahre, okay. Finde ich jetzt noch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Interessant. Ich glaube, es gibt halt auch ja so Wissenschaftsdisziplinen, wo das insbesondere hip ist irgendwie. Oder zumindest ist das so mein Eindruck, aber vielleicht ist es auch nur ein Eindruck, aber ich weiß nicht. Ist das in dem Paper auch untersucht worden, wie es bei verschiedenen Disziplinen ist? Nee, ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil es ist ja nur PubMed. Also PubMed ist ja Ah ja. schon spezieller, ne? Also PubMed enthält ja jetzt nicht reine Statistikpaper oder Physikpaper. Das ist ja schon eher medizinische Richtung. Also da ist schon ein Bias drin. Aber was ich halt total toll fand, sind so ein paar von den Zahlen, weil die springen mich wirklich an. Also in 19% der Titeln gab es mindestens eine Abkürzung. Das finde ich jetzt wenig. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich lese nur Paper mit Abkürzungen im Stimmt, Titel. stimmt. Aber in 73% der Abstracts gab es auch mindestens eine. Und ja. Ich überlege gerade noch mal, was das unter einem Kommunikationsaspekt eigentlich ausmacht oder was für eine Abwägung man da trifft, wenn man Abkürzungen in einem Titel verwendet oder nicht. Also, weil ich glaube, es ist ganz schwer. Mir lag gerade auf der Zunge, naja, ist ja eigentlich für Laien oder so besser, wenn man sozusagen ausformulierte Titel hat, wo man, weil Abkürzungen Teil von so einem Jargon sein könnten oder so. Also auf der anderen Seite allerdings, nicht, wenn ich zum Beispiel so ein bisschen Vorwissen habe und ich jetzt zum Beispiel eine Recherche mache und ich weiß, ich will was über die Wirksamkeit von FFP2-Masken erfahren oder so, dann kann ich mit FFP2 auch ohne, dass das Ding noch extra Metadaten hat, wahrscheinlich sehr gute Suchergebnisse erzielen, ja, weil dieses Kürzel immer genau das bedeutet und immer genau dann verwendet werden wird, wenn es um FFP2-Masken geht, ja. Also dann, es hat so seine Vor- und Nachteile, es ist wirklich gar nicht einfach zu sagen, oder? Ob das der Kommunikation dienlich ist oder nicht, solche Abkürzungen im Titel zu haben. Gute Frage. Ah, ich weiß es nicht, ja. Ja, also das Paper, also ich kann zu dem Paper noch was sagen, weil was ich total toll finde, ist, man kann sich angucken, es gibt das Preprint, das veröffentlicht, ne? Und wir erinnern uns noch mal kurz an den Titel dieser Studie, der jetzt, also nach dem Peer Review, nach der Begutachtung, heißt die Studie The Crows of the Acronyms in the Scientific Literature. Also wirklich rein quantitativ, die Anzahl ist gewachsen. Und jetzt gucken wir mal einen Blick auf das Preprint. Und da heißt der Titel nämlich tatsächlich anders, denn da hieß das Paper noch Science is becoming less readable as the number of the acronyms boom. Ist das jetzt eine wissenschaftliche Feststellung oder ist das eine Altherrenkritik? Und da bin ich jetzt so ein bisschen, ich habe das Paper gelesen, ich habe mir angeguckt, was sie analysiert haben und ich kann mir, also ja, da ist ein Anstieg von Akronym, aber dass sie über readable, also über readability, was ist wie gut lesbar, etwas gemacht hätten, das ist in dem Paper nicht drin. Wenn ich Ich jetzt nehme jedes an, Mal. deshalb hat sich auch der Titel geändert im Begutachtungsverfahren. Ist nur eine Vermutung. Aber das Aber fand ich wenn ich sehr jetzt interessant. statt DNA jedes Mal Desoxyribonukleinacid schreibe, ist die Welt auch nicht besser, oder? Nee, absolut nicht. Es gibt auch ganz Paper, die ganz anders gehen. Also ich hatte noch einen anderen Artikel gefunden, der gesagt hat, dass Akronyme und Abkürzungen total wichtige Bestandteile von wissenschaftlichen und technischen Papern sind, weil sie erst dann wirklich effektiv lesbar werden und leichter lesbar sind für die Profis, ne? Und wir reden ja hier von wissenschaftlichen Veröffentlichungen für Profis. Ich kann auch das Paper nochmal teilen, das fand ich total spannend. Aber ich habe gesehen, dass Mr. Prosser einen langen Text geschrieben hat, den wollte ich gerade nochmal lesen. Ja, Ja, und ich genau, wir kann, müssen uns mal dem Chat zuwenden. genau, aus dem Chat wollte ich zwei Dinge einbringen. Das eine ist, JP Thiele verweist auf rekursive Akronyme und Mr. Capture bringt gleich ein Beispiel dafür, nämlich zum Beispiel GNU. Ja. Und Lambert, du lachst, weißt du, ich habe schon nachgeguckt, weißt du es auswendig, was GNU für ein rekursives Akronym ist? Ja, das steht für GNU is not Unix. GNU Also is GNU is not not Unix. Unix. Ja, genau. Und das war eine Zeit lang in so bestimmten Informatikerkreisen eine beliebte Art Scherze. Da gab es ein paar solche Sachen.
Und naja, ich meine, also einfach so, um was zu haben, was man wie ein Wort aussprechen kann auch wieder, dieses Muster hat man da drin. Und ein quasi beliebig gewählter Name für ein Betriebssystem, was Unixoid ist, aber nicht Unix ist oder so. Ne? Das soll damit ausgedrückt werden. Also. Genau, also das ist rekursiv sozusagen im Sinne von, dass der erste Buchstabe gar nicht aufgelöst wird, sondern dass halt der erste Buchstabe Teil des Akronyms ist, in dem Sinne rekursiv, weil man hätte eigentlich statt GNU hätte man vielleicht auch ANU oder ONU sagen können und dann hätte es genauso gut funktioniert. Ne? Mhm. Und genau, ein anderes hatte ich eben noch gesehen, es gibt so einen MP3-Encoder, den ich, als ich noch MP3s händisch encodet habe, früher oft genommen habe, den LAME. Und da steht auch, lame ain't an MP3-Encoder. Das ist lame, ist genau so ein rekursives Akronym. Aber fand ich auch. Ja, spannend. Und ich finde aber auch Mr. Possas Beispiel super. Also COSI steht für Cooler-Synchrotron, aber COSI ist auch der Eigenname dieses einen Cooler-Synchrotrons bei uns in Jülich im Forschungszentrum. Das ist der Eigenname. Deswegen ist Cooler-Synchrotron COSI ist der Eigenname. Also es ist zum einen das Akronym, zum anderen aber auch der Eigenname. Frau Dr. Suppenhuhn schreibt auch was mir auch so aufgefallen ist. Es gibt bei uns inzwischen keinen Projektantrag mehr, der nicht ein lustiges Akronym verpasst bekommt. Da steht dann eben auch im Paper, das ist fast schon eine Sportart. Und das ist auch meine Wahrnehmung, dass man, also eigentlich, wenn so ein, weiß nicht, ein Experiment wird designt oder ein Forschungsgerät wird gebaut oder ein Projekt wird geschrieben. Und entweder eigentlich willst du dann mit der Langform von deinem Titel ja genau das ausdrücken, was du sagen willst. Und guckst dann, ob was für ein Akronym hinten rauskommt. Das ist die eine Sportart. Die andere Sportart ist, sich irgendwie das Akronym zuerst auszudenken und danach die Langform so zu designen, dass die Buchstaben nur irgendwie in der richtigen Reihenfolge finden, auch wenn es dann nicht mehr die Anfangsbuchstaben der ganzen Wörter sind, sondern irgendwie an der sechsten Stelle vom zweiten Wort nochmal ein R groß geschrieben werden muss, damit das dann passt. Ja, absolut. Absolut, ja. Und ich weiß nicht, wer Frau Dr. Suppenhuhn ist, aber dieser Spruch könnte auch von jemandem aus meinem Open Science Lab kommen. Also es ist so ähnlich. Und ich hatte gerade heute früh war eine Leitungsrunde von der TIP, wo ein Projekt erwähnt wurde namens Koala. Ich glaube, das hieß Koala oder so. Dann meinte unser Direktor, ich hatte damals auch ein Projekt, das hieß auch Koala und so. Und da wurde mir auch auf einmal was klar, nämlich, dass das ganz lustig ist, nach solchen coolen, witzigen Akronymen zu fischen oder sowas. Aber dass damit natürlich auch ein Teil des Vorteils von einer eindeutigen Benennung von Sachen verloren geht, ja, weil je lustiger und griffiger das ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass schon x Projekte sich natürlich längst Koala und wie sie alle heißen, genannt haben. Ja. Ne? Ja. Ja. Ja, also in Jülich fängt ja alles mit J an, da haben wir aber langsam auch alles durch. Ne? Also in Jülich fängt alles mit J an. Und ja. Also mein absurdestes Beispiel von Akronymen habe ich damals in einem Meteorologiestudium noch kennengelernt. Das ist das hier. Da kann man lange raten, bis man die Abkürzung zusammenkriegt. Macchiato. Modeling of Atmospheric Chemistry and Transport from Global to Local Scale. Viel Spaß. Aber sind diese Buchstaben da wirklich alle drin? Oder? Ja. Ja, gute Frage. Drin finde schon. Die Buchstaben des Akronyms ja. Im Namen. Ja, ja, also ja. Das ist, genau. Da kann dann, ich nur lachen. Aber was ja auch noch in ist, wenn man jetzt hier wie das C zweimal doppelt hat, dass man dann nicht CC schreibt, sondern C2 schreibt, oder wie unsere Freunde von der Remote Chaos Experience, ja. C3. Ne? Absolut, absolut. Ja. Ich bin begeistert von lustigen Einnahmen. Ja, aber das ist sehr schön. Ich hatte eben noch die Frage im Chat gestellt, was eine EDBA ist. Das ist leider im Chat noch nicht rausgefunden. Also ihr müsst noch mal ein bisschen suchen. Es wurde irgendwie ein Flugplatz in Hokkaido vorgeschlagen. Das war es aber nicht. Okay. Ich gebe mal den Tipp. Also das A steht für Abkürzung. Aber ihr müsst jetzt bitte noch mal rausfinden, was eine EDBA ist. Ja. In der Zeit erzähle ich euch noch was über Abkürzungen. Weil, passt auf, tatsächlich ist es so, am neben Paper rausgefunden. Ich finde, das ist Ist super interessant. Also 30% aller Abkürzungen, also von diesen 1,1 Millionen Abkürzungen, tauchen 30% nur ein einziges Mal auf. Isn't it sad? Also wenn du so eine
Du denkst dir so eine tolle Abkürzung aus wie Macchiato. Und dann taucht sie nur einmal auf. Total traurig. Und 49%, also ungefähr die Hälfte, tauchen so 2 bis 10 Mal auf. Dann kommen so, ne, die mittelbekannten. Und nur 0,2% werden über 10.000 Mal benutzt. Und das sind dann halt die, ne, die wir in der Top-20-Liste da oben sehen, die DNA, ne, natürlich, das kommt überall vor. Und was ich auch gelernt habe in dem Paper, und ich liebe das, dass am allerbeliebtesten sind tatsächlich TLAs. Und jetzt sag mir doch mal, was TLAs sind. Damit kommst du in die Auflösung meiner Frage, was die TLA ist. Echt? Okay. Oder möchtet ihr noch raten im Chat? Ist für Henning Hucker Tucker, was? Nee. Die TLA ist das, was die DBA auf Deutsch ist. Und was ist die DBA? Die DBA ist die 3-Buchstaben-Abkürzung. Und die TLA? Three-Letter-Acronym. Nein! Und das ist genau 3 Buchstaben. Und jetzt, lieber Chat, was ist eine EDBA, wenn die DBA die 3-Buchstaben-Abkürzung ist? Aber gut, das könnt ihr euch jetzt selber denken. Ah, okay. Und jetzt wird es noch lustiger. Also die Three-Letter-Acronyms. Also gebt euch nicht zu viel Mühe, euch solche Dinge auszudenken, denn tatsächlich gibt es 17.567 mögliche Kombinationen von 3 Buchstabenabkürzungen, von DBAs. Gibt es 17.567 und davon sind leider schon 94% in diesem Datensatz enthalten und vergeben. Was? Okay, also wenn man zukünftig eine gute neue 3-Buchstaben-Abkürzung sucht, kann man also diese Datenbank benutzen, um sozusagen unbelegte, wie bei so einem neuen Domainnamen oder so. Was gibt es denn noch so an schönen? Ich fürchte ganz viel mit X. Mit X oder mit Y, obwohl mit Y vielleicht auch nicht, ja, aber muss mal gucken. Ich kann 94% Leute Abkürzungswahn. Crazy. Es gab in der Persistent Identifier Community in den letzten 1-2 Jahren ja so eine Diskussion darüber, ob man individuelle Dinge, ob die auch einen Identifier bekommen sollten. Also bei sowas wie einem Elektronensynchrotron oder so oder bei einem Forschungsschiff ist das ja relativ naheliegend, ne? Aber man kann es dann immer weiter runterbrechen. Also wenn man zum Beispiel so ein Mikroskop rumstehen hat oder so, das ist auch so ein relativ großes Ding, das kauft man nicht mal eben und schmeißt es wieder weg oder so. Und wenn man jetzt so diesen Gedanken hat, okay, man will zum Beispiel Ergebnisse runterbrechen auf mit welchen materiellen Ressourcen wurde das erzeugt oder sowas, kann das auch Sinn machen. Das fand ich auch ganz interessant. Wobei bei den Persistent Identifiern denken die bei einem Namen gerade nicht an etwas, was sich leicht aussprechen und erinnern lässt. Das ist dann nicht das Kriterium, ne? Sondern das muss eindeutig sein. Also es ist einfach ein String von Buchstaben, Zahlen oder sowas. Ne? Mhm. Soll gerade nicht memorierbar sein. Und das ist aber so ein trendy Thema, solche Namen zu vergeben. Ja, absolut. Und, wir hatten ja alle den gleichen. Ja. Entschuldigung. Soll ich noch? Also, ich wollte noch sagen, also ich bei den Three-Letter-Acronyms, also es ist tatsächlich so, also 2-Buchstaben-Akronyme sind super selten. Wirklich sehr, sehr selten. Und längere Akronyme werden auch wirklich viel seltener wiederverwendet. Also alle, die 5 Buchstaben oder mehr haben, die werden nur mit 8% nochmal wiederverwendet. Also die gibt es dann nur in 8% der Fälle, werden die überhaupt nochmal benutzt. Ich glaube, dass sich das ändert mit Covid. Da haben wir ja 5 Buchstaben. Wir sind in PubMed. Ich glaube, da kommt eine neue Abkürzung hinzu mit 5 Buchstaben, die mehr als 2-mal benutzt wird. Mr. Ketscher fragt, was der Aküfi ist. Und der Aküfi ist natürlich der Abkürzungsfimmel. Ah, der Abkürzungsfimmel. Oh, ein Oldie, but Goldie. Ja, ja, absolut. Ja. Und zum Schluss möchte ich aber noch relativ... Dieselbe, ja? Nein, du bist ja. Wir hatten ja alle dieselbe Impression, als Claudia gesagt hat, MFG. Mhm. Und dann haben wir Lambert und Nicher. Und freundlichen Grüßen. Ne? Und genau diesen Song habe ich auch schon mal irgendwie im Kopf gehabt, als ich mal in einer viel zu langen Strategiesitzung gesessen habe und mir diese ganzen
Aküfis, nee, die ganzen TLAs um die Ohren gehauen wurden. Mhm. Und das gibt es ja nicht nur da, wo die Wissenschaft irgendwie Wissenschaft macht, sondern auch da, wo die Wissenschaft sich organisiert. Ne? Also Claudia, du arbeitest am FZJ, ne? Und Lambert, ja, du an der TIP. Ne? Und das heißt, alle diese Wissenschaftsorganisationen, deswegen habe ich euch nochmal einen alten Tweet von mir hier in den Chat gehauen, haben auch so lustige Abkürzungen. Und ich habe dann mal in dieser Strategiesitzung versucht, diesen Rap zu machen von MFG mit den Abkürzungen von den Wissenschaftsorganisationen. Und wenn ihr den Tweet aufmacht, könnt ihr das jetzt mit mir zusammen singen, so auf die Letzte. Oh mein Gott. W, W, I, D, M, P, G, M, P, G, F, A, G, C, H, Z, B, B, C, K, I, T, M, P, I, W, P, K, F, Z, J, D, L, R, U, R, Z, G, F, Z, H, Z, G, D, Z, N, E. WGL, ja. IPP, ZBW, AIP, AIP, FMP, WNSB, DFE, MPI, WG. Sehr, sehr geil. Sehr schön. Oh, wie cool. Ja. Nice. Der Wissenschaftsorganisations-Rap. Ja. Kenne ich alle? Nee, WPK sagt mir nichts. Das ist die Wissenschaftspressekonferenz. Das ist eigentlich dann eher eine Journalisten-Community. Ja, und AIP? Ist für mich ein Verlag. Das ist das Astronomische Institut Potsdam. Ah, siehst du, für mich ist das das American Institute of Physics. Tja, das ist eine Doppeldeutigkeit. Was man da braucht, ist eine ETLA, eine Enhanced TLA oder die auf Deutsch, die EDBA, ist eine erweiterte Drei-Buchstaben-Abkürzung. Erweiterte Drei-Buchstaben? Das gibt es echt? Und was bedeutet das? Man hängt noch eine Zahl dran? Ja, oder? Noch einen Buchstaben. Und die sagen. Ja, aber wie ich gesagt habe, hat sich ja der Titel geändert, ne? Also von die Leute sollten weniger benutzen, weil das wird nicht mehr lesbar, zu einfach nur sie steigen an. Weil ich finde, das war auch eine gute Änderung, weil ich finde wirklich, dass das nicht von den Daten gebackupt wird, dass das schwieriger zu lesen ist. Und ich finde auch, also man muss auch im Kopf behalten, dass tatsächlich auch der Trend, also wir haben ja Titel und Abstracts angeguckt, ne? Also jetzt nicht Paper selber, sondern Titel und Abstracts. Und die Anzahl der Titel und der Wörter in Titeln und Abstracts ist auch gestiegen. Und zwar linear. Also von 9 Wörtern in 1950, so im Schnitt im Titel, sind wir jetzt bei knapp 15 Wörtern im Titel. Das ist ja auch so, ne, bisschen mehr geworden. Da finde ich, da relativiert sich das mit den Abkürzungen auch ein bisschen. Und auch die Abstracts sind deutlich länger geworden, irgendwie nochmal 100 Wörter mehr als früher. Es passiert viel und ich glaube auch, dass da sehr viel ist, vor allem rekursive Abkürzungen und Akronyme in Mengen. Aber ja, ich glaube auch nicht, ich bin mir nicht sicher, also dass die Schlussfolgerung, es sollte weniger benutzt werden, das sagen die auch. Also zum Schluss steht da, we believe that scientists should use fewer acronyms. Nicht zwingend stimmt. Also würde eher sagen, es kommt drauf an, wie man sie benutzt und man muss nicht für alles eine Abkürzung erfinden, wo es nicht nötig ist. Ne? Also dieses, dass 30% gar nicht nochmal benutzt werden, sagt ja schon alles. Ne? Deswegen ist, also ich würde gerne die Frage stellen, müssen wir, bevor wir etwas veröffentlichen oder bevor wir etwas untersuchen, schon eine Abkürzung dafür haben oder wollen wir lieber warten, ob sich irgendwann zeigt, dass das etwas ist, was ganz viel beforscht wird und dann sich ganz natürlich irgendwann eine Abkürzung ergibt. Tja, also gute Frage. Ich glaube, es hat, ja, also in meiner Wahrnehmung hat das auch schon so damit zu tun, dass man halt selber ein Thema setzen will, ne? Und dass man auch will, dass das eigene Thema hip wird oder dass man halt auf ein Pferd setzt, dann, dass dann auch viel diskutiert wird und dann hat man vielleicht auch den Eindruck, dass so eine Abkürzung vielleicht auch irgendwie hilft. Ne? Ja. Ich glaube auch. Ist wohl so. Ja, das sind so die kleinen Markennamen, die man da quasi setzt. Ne? Dazu muss es gar nicht unbedingt beitragen, wenn das Ding sich gut aussprechen oder gut merken lässt. Aber Hauptsache, das gibt es. Wenn es eine Abkürzung dazu gibt, dann muss da ja fast schon was dran sein. Also, ja. Bei der Bundeswehr würde es ABD heißen. Abkürzung, Buchstaben 3. Das ist auch schön. Und Three-Letter-Acronym TLA kann man auch als Three-Letter-Agency lesen. CIA, FBI, NSA, DIA. Ja. Stimmt. Ja.
No Such Agency, NSA. JP Thiele fand ich auch interessant. Bei Abkürzungen muss ich auch immer an das Gen denken, das umbenannt wurde, weil Microsoft Excel nicht umprogrammiert bekommen hat. Also, was? Ja, das ist irre. Was? Aber ich meine, die Story kenne ich nicht. Tell me more. Lambert, kannst du es erzählen? Also, es ist halt... Excel missinterpretiert ja manche Dinge als einen Steuerbefehl. Mhm. Und es gab halt ein Gen, das halt einen Namen hatte, der von Excel als irgendeine Art Steuerbefehl missinterpretiert wurde und der dann nicht korrekt ausgewertet wurde. Und ich kann jetzt es gerade akut nicht, vielleicht kann das gerade die Schattenredaktion mal recherchieren, im Chat reinschreiben, sagen, welcher Name das genau war. Aber daraufhin waren dann irgendwelche Genauswertungen, die Leute, die anscheinend nur Excel benutzen können, gemacht haben. Als Datum wurde es interpretiert, sagt JP Thiele hier gerade. Als Datum. Komplett falsch gelaufen und dann hat man nicht Excel repariert, sondern man hat Deck 1, wie Dezember 1. Ach ja, das war das, genau. Dann hat man das Gen umbenannt, damit Excel weiter so kaputt sein kann und man nicht bei den Genauswertungen dann so viele Fehler macht. Herrliche Geschichte, ja. Oh, wow. Traurig. Traurig eigentlich. Lass das mal nicht die Querdenker hören, dass man Gene umbenennt, weil Microsoft... Na, egal, komm. Claudia. Bring sie nicht noch auf Ideen, Claudia. Ja, Entschuldigung. Ich halte inzwischen alles für möglich. Ja. Gut, ich habe nichts gesagt. Aber ich fand das Abkürzungsthema so toll und dann habt ihr euch alle Abkürzungen für eure Themen ausgedacht. Ich bin ganz gespannt, was eure Abkürzungen bedeuten. Ne? Also Ich hätte noch einen Musikwunsch, bevor wir zu den nächsten Themen kommen. Und zwar, wir haben ja gerade so ein bisschen total schlimm gerappt, total abgefailt. Ja. Aber ich habe noch einen Musikwunsch, da hat mal eine Wissenschaftsorganisation und Claudia, ich habe den Link eben in den internen Chat gepackt und ich weiß nicht, Nee, aber kannst du den in den, oder irgendjemand den in den offiziellen Chat reintun? Das kann ich auch machen, ja. Aber dann guckt sich das jeder einzeln an. Ich wollte gerne, dass wir es hier streamen. Nee, ich mach's im Stream auf. Das okay, gut. Ich packe auch jetzt den Chat hier, den Link in den Twitch-Chat. Mhm, und genau, da hat mal eine Wissenschaftsorganisation das mit echten Rappern mal hier versucht. Oh, okay, okay, warte. Ich kopiere den Link. Ich gehe dann mal auf... Das Video dauert so 3 Minuten, danach ist noch so ein Making-of, das können wir uns knicken, aber solange die Musik läuft, wollte ich euch das gerne mal zeigen. Okay, Moment, ich muss ich muss erstmal Pause machen, zurückspulen, den Ton anmachen und dann mit euch den Bildschirm teilen. Moment. Ja. So, jetzt sieht das total verrückt aus, weil ich uns noch nicht klein gemacht habe. Jetzt mache ich uns mal klein, so. Jetzt müsste der Chat das auch sehen, ihr natürlich nicht, aber der Chat müsste es sehen und hören. Und ich gucke mal, auf wie laut das ist. Oh, das könnte laut werden. Ich mache das mal an. Also ihr hört es nicht, aber ich höre es. Ich rappe mit. Herr Lambert hört es. Nun, da sich der Schleier der Unwissenheit langsam von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns von der Forschung im DZHK berichtet. Yeah. DCM, RNA und KHK, DGK, ESC und AHA, EKG, CCT und MRT, DLR, BMBF, Ole Ole, BHF, MHA und UMG, DZL, DZD und DZG, SAB, FMM und AZA, DHM, TUM, Tatütata, LNU, UKE, DHZB, TAG, RCC und CSW, TMF, TAS und UAC, HR, VK, DZG, Ojemine. Smart MI, VHF und VAD, ECS, ZDM und SOP, HKL, UMM und MDC, das DZHK ist voll okay. Ah, jetzt läuft es bei dir im Hintergrund. Ich mach's mal aus, weil ich glaube, sonst werden wir von Twitch gemutet. Ah, okay, ja. Ja, aber cool. Sehr schön. Ich muss sagen, sie haben es ein ganz kleines bisschen besser gemacht als du, Henning. Aber jetzt wirklich nur minimal. Minimals, ja. Genau, aber sehr geil performt. Also ich meine,
Da haben sie wirklich ein bisschen Talentschmiede gemacht da unter ihren Doktoranden oder so. Ich weiß ja. Nicht. Ja. Und ganz am Schluss sieht man dann nochmal wie heißen die Takeouts dann. Ah, ach, toll. Okay. Also, so. Der Tipp. Ja. Irgendwie, ja. Genau, und genau, wenn du eine Four-Letter-Acronym hast, wo kein Mensch weiß, was das heißt, nämlich DZHK, dann schaffst du es so halt aus dem Problem, das Problem zu umarmen. Stimmt, genau. Keiner kennt unsere Abkürzung. Ne? Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung. So, jetzt ist das die ZHK. Ach du meine, okay. ZHK, ja, okay. Aber irgendwie ist bei mir hier gerade irgendwie mein paralleles Twitch-Fenster irgendwie ein bisschen. Also jetzt läuft der Stream erstaunlich flüssig. Okay, gut. Aber, bin aus dem Chat hier irgendwie rausgeflogen. Ah, ja, das kann sein. Ja, aber ich würde sagen, also wir können jetzt erstmal das Abkürzungsthema verlassen und zu euren Abkürzungen übergehen. Aber wir haben nicht darüber geredet, wer jetzt dran ist. Ach so, Henning, du musst den Downer ja zum Schluss bringen, damit alle total verloren sind. Downer, ja. Wenn die Forschungsstromsendung vorbei ist, oder? Ich mache gerne den Downer zum Schluss, wie es meine Aufgabe ist, ja. Okay, gut, der Henning-Downer. Genau. Gibt es dafür eine Abkürzung? Der Cliffhanger, weil die Versprechung ist natürlich, dass mit dem Anfang des nächsten Forschungsstroms mit was total Lustigem aufgetreten wieder losgeht oder so. Und bis dahin, der Monat, den muss man halt. Henning the Downer Krause, also das ist schon. Der Downer Krause, ja, okay. Ja. Dem musst du gerecht werden. Mache ich mir jetzt, glaube ich, in meinen Twitter-Handle rein oder so. Das ist nicht schlecht. Ja. Also ein Foto davon möchte ich auf jeden Fall sehen. Das ist ja echt. Ja, aber ich finde, das ist ich glaube, es ist der FHD, der Forschungsstrom Henning Downer. FHD. Ja. Oh, ja. Schreibt uns in den Chat, was FHD noch heißen könnte. Oh Gott, wahrscheinlich. Ey, ich sehe uns in 7 Jahren mit dem Forschungsstrom irgendwie und es ist alles so eine total eingegroovte Choreografie, wo jeder Handgriff sozusagen schon vorgegeben ist. Naja, oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Einhörner mehr? Gut. So, dann. Lambert. Okay. Ich habe eine Kleinigkeit euch diesmal nur mitgebracht. Und jetzt müssen mal alle KunstgeschichtlerInnen, die uns zuhören, mal kurz die Ohren zuhalten, weil ich was über nacherzähle, über das ich zu viel weiß oder so. Und es gibt immer bei den Leuten, die mit Mathematik zu tun haben, kenne ich immer dieses Statement, Leute kokettieren immer damit, dass sie nichts von Mathe wissen, voll nervig und so. Und ihr habt recht, es stimmt. Und das sollte man eigentlich nicht machen, sollte man auch bei Kunstgeschichte nicht machen. Es ist ja in Wirklichkeit so, dass wir alle, glaube ich, mehr uns ja über Bilder auch auseinandersetzen oder nachdenken, als man so meint. Ja, also auch wenn einem der Begriff Kunstgeschichte, wo man erstmal denkt, nee, das ist nicht meins oder sowas. Mhm. Aber in Wahrheit ist es ja nicht so. Ne? Also weil wir zeigen uns zum Beispiel hier jetzt gerade aktuell uns gegenseitig Bilder. Guess what? Ja, also ich meine, Menschen sind die sich gegenseitig Bilder zeigende Spezies. Zeigt mir ein Tier, was eine Höhlenmalerei zustande gebracht hat. Gibt's nicht, ja? Mhm. Also es durchzieht sehr, sehr unser Leben. Es gibt nichts so Ähnliches wie eine naive, natürliche Reaktion auf Bilder, sondern in Wirklichkeit werden wir, also wenn ihr jemals ein kleines Kind aus der Nähe geguckt habt, werdet ihr wissen, wie Bilder erzeugungsfreudig Menschen von klein auf sind, dann ist es natürlich so, dass wir in Wirklichkeit die ganze Zeit mit Bildern im Kopf, mit Bildern über Bildern, Varianten von Bildern, die wir aus Bildern machen, die wir schon mal gesehen haben oder so, durchs Leben laufen. Insofern ist das ein super interessantes Phänomen und da gibt es nicht sowas wie keine Ahnung davon haben. So, genug der Vorrede. Ich will ein kleines Bildquiz einfach nur mit euch machen. Und ich habe da mal was vorbereitet. Claudia müsste jetzt mal. Ja, Moment. Genau. Eigentlich will ich euch sogar 2 Bilder zeigen. Aber das erste ist so ein schöner kleiner Quiz. Ja, wir sehen es alle. Ah, cool. Okay, ich sehe es. Gleich, es leckt. Okay, es leckt. Ja, okay. Ja, ich denke jetzt. Cool, ja, schön, okay. Also, ihr seht jetzt hier so ein Kunstobjekt anscheinend, ne? Das ist die Abbildung, also das Foto davon habe ich aus der Wikipedia genommen. Das ist ein schönes, hochauflösendes Bild. So, und jetzt kratzt mal euer Laienverständnis oder eure Intuition zusammen und sagt mal, was ihr schätzt, was das ist.
von wann das ist, ja, würde mich einfach mal interessieren, was schätzt ihr? Woher kommt das? Von wann kommt das? Was ist das? Bitte. Wir oder der Chat? Ja, also ich meine, der Chat ist ja sowieso mal schlauer als ihr, Henning und Claudia. Ja, definitiv. Leider mal sagen. Da sind jetzt die ganzen KunsthistorikerInnen, die alle so, er will wissen, was das ist und so. Aber ihr könnt, nein, Henning, Claudia, sagt, legt vielleicht mal los, Icebreaker. 1000 vor Beginn unserer Zeitrechnung. Gut, also Henning schätzt das ja. Ich schätze, was es ist. Das ist eine Asana-Stellung aus dem Yoga. Da stammt, macht man so seine zwei Knie übereinander, so verschlungen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und dann beugt man sich vor. Oh, okay. Und wenn die Vermutung mit dem Yoga richtig ist, von wann wäre das dann? Mach du auch mal eine Zeiteinschätzung. Don't let me do this. Geschichte war mein schlechtestes Fach ever. Ich habe keine Ahnung von Zeitrechnung. Kann ich nicht einschätzen, aber ich hätte jetzt halt auch auf irgendwann vor unserer Zeitrechnung getippt. Also, oh, okay. Ja, interessant. Ja. Gut, aber dann ist ja die Frage, ob die Überlieferungsgeschichte dann noch so gut sein könnte. Genau, aber optisch sieht es aus wie Yoga, aber ich finde jetzt, also von der Gesichtsdarstellung, von der Struktur, dem Material, sieht es älter aus, finde ich, oder? Also da habe ich jetzt gefühlt jetzt definitiv auch eher in die ältere Richtung. Der Chat meint hier Steinzeit. Was? Eine Mutter, die sich über ihr Kind beugt. Okay. Ja, okay. Aber ansonsten wäre es ja wahrscheinlich eher so 1000 Jahre nach. Ich weiß es nicht. Sag mal, du merkst schon, du hast hier die echten Expertinnen für Kunstgeschichte versammelt. Ich bin schon jetzt beeindruckt. Jetzt kommt noch ein Bild. Und zwar aus der gleichen Gegend, aus der gleichen Epoche. Ich weiß nicht, ob es das schwieriger macht oder noch verwirrender oder so. Moment, ich muss es jetzt mal Download Original File. Claudia, können wir das wieder so machen? Ich schiebe das rüber in den Discord. Nee, das geht jetzt nicht mehr, weil ich den Discord jetzt nicht mehr aufmachen kann. Okay. Verdammt. Ach, shit, okay, gut. Kannst du mich... Du kannst deinen Bildschirm teilen oder du kannst den Link in den Twitch-Chat schicken. Hervorragend. Weil wir haben das Bild jetzt nämlich direkt das Bild hin und her geschickt, weil sonst der Titel, der oben in dem Bildnamen stand, verräterisch gewesen wäre. Genau. So, ich. Deswegen heißt es jetzt. Ja. Bildschirm übertragen. Jetzt muss ich den richtigen hier erwischen und. Live gehen. Mal gucken, was das jetzt mit uns macht. Es lädt. Ja. Oh, das ist ein goldenes Wildschwein. Da bin ich, das ist einfach, das ist ein goldenes Wildschwein. Ein goldenes Einhorn. Doch ganz klar, oder nicht? Ich sag immer, eure Assoziationen sind interessant. Nashorn, sagt der Chat. Der rät natürlich gleich viel besser als wir. Ah, okay. Nashorn, ja, das ist, ihr habt recht, es ist ein Nashorn. Ja, sehr gut. Und hier bitte auch nochmal der Tipp von wo, von wann. Nochmal so diese Parameter. Ich lasse nochmal kurz auf. 400 vor Christus aus Ägypten. Also ich gebe euch vielleicht mal einen Hinweis. Oder Claudia, du erstmal? Also Ägypten hätte ich jetzt irgendwie auch gesagt, weil das, also, aber die Figur vorher hätte ich da jetzt nicht hingesteckt. Also wenn beides zusammenhängt, hätte ich jetzt ein Problem, aber die Figur hätte ich jetzt auch eher in Ägypten, aber von der Jahreszeitzahl Also interessanterweise hängt beides zusammen. Tatsächlich, es kommt beides aus einer ähnlichen Zeit, aus einer ähnlichen Gegend.
Oh, echt? Okay. Also ganz genau ist schwer zu sagen. So, und jetzt gebe ich euch doch noch mal ein bisschen Hinweis zu dem letzten, zu dem, es ist ein Nashorn. Also bitte, Leute, ich meine, ihr meint nicht wirklich, Einhörner sehen doch anders aus. Wir wissen doch, wie ein Einhorn in echt aussieht. Mann, oh so, Mann, oh Mann. So. Und es ist auch kein Wildschwein. So, ja, aber verdammt. Guckt euch mal an, was das ist. Vielleicht erkennt man das ein bisschen. Das ist Blattgold. Das ist also im Original war da ein Stück Holz drunter. Das ist weggerottet. Aber vielleicht hat man mal so gehört oder davon mitbekommen, auch als Kunstgeschichtsnoobs, die wir hier alle sind, dass Blattgold zu verarbeiten natürlich ein ganz schön handwerklicher Skill ist, ne? Weil das ist ja irgendwie nicht ganz ohne. Da klopfst du lange für. So, jetzt aber genug des Guesswork. Ich höre jetzt mal mit dem Teilen auf. Und Streaming beenden. Ja. Uff. So, jetzt ist wieder weg. Ja. Ich löse jetzt mal auf. Es ist es gibt einen Grund, woran das liegen könnte, dass ihr so im Dunkeln getappt seid oder die Unterschiede auch so wild, die Einschätzungen so wild auseinandergegangen sind. Nämlich, beide Dinge kommen aus dem afrikanischen Mittelalter. Die kommen aus dem damaligen Königreich Mali aus dem 13. Jahrhundert. Was? Ach, so jung? Ja, genau. Ja, wobei das mit dem Blattgold hätte ein Hinweis sein können, weil das hätte man in der Steinzeit ehrlich gesagt nicht gesehen. Nee. Aber das wäre eher unwahrscheinlich gewesen, dass man das hingekriegt hätte. So, und das ist aber eben symptomatisch, dass wir das schwer einschätzen können oder nicht. Oder es gab dann auch, ich glaube, irgendjemand meinte hier auch irgendwas mit Richtung Ägypten. Naja, immerhin. Oder es kam auch ein Tipp Richtung Asien oder so. Aber es ist schon symptomatisch, dass auf Afrika und afrikanisches Mittelalter niemand kommt. Und das hat einen Grund. Es ist tatsächlich so, also meine Abkürzung ist ja MA. Ah, ich dachte an Masterarbeit. Okay, Masterarbeit. Siehst du, Abkürzung, ja. So eindeutig. Ich glaube, niemand sagt MA zum Mittelalter in echt, oder? Weil warum sollte man das Wort abkürzen? Ja, aber egal. Worauf ich hinaus will, ist, dass es so ein ganz charakteristischer blinder Fleck ist. Und es gibt so einen französischen Historiker, François-Xavier Fauvel, der über diese Sache forscht. Und ich werde euch im Anschluss auch nochmal einen Link reinposten, und das kann ich auch gleich jetzt machen, zu einem ganz schönen Beitrag im Deutschlandfunk, den ich um Weihnachten herum gehört hatte, der eigentlich mich auf das Thema aufmerksam gemacht hat und den ich euch sehr empfehlen kann. Ich finde, ein gelungenes Stück Wissenschaftskommunikation, weil es sozusagen diese Problematik, an dem dieser Historiker, dieser Franzose arbeitet, schön zusammenfasst. Und es ist eben dieses interessante Phänomen, dass im 19., 20. Jahrhundert in Europa ein Geschichtsbild entstanden ist, in dem Afrika einfach kein Mittelalter hat. Ja? Also um diese These zu beweisen, versucht mal ganz schnell jetzt in der Wikipedia herauszufinden, was in Afrika so im Mittelalter los war. Ihr werdet vielleicht zwei Sätze oder so dazu finden. Ja? Und das hat was damit zu tun, dass wir eigentlich ein Geschichtsbild haben. Es ist eigentlich eine Banalität. Ja? Das ist jetzt ein Forscher, der das mal angeht und versucht, diese Lücke zu füllen. Aber wir haben eben ein Geschichtsbild, was ganz stark geprägt ist von solchen Leuten wie Hegel oder Wilhelm von Humboldt oder so, wo es so eine Art Erfolgsleiter der Geschichte gibt, die von den Gesellschaften geschrieben wird, die eine Schriftsprache haben. Ja. Und die, über die sich so eine Art Erfolgsgeschichte, die im jetzigen Zustand, also im 19. Jahrhundert quasi, endet, wo das sozusagen das goldene Krönchen auf deren Entwicklungsgeschichte ist. Und es gab ganz, ganz lange, bis ins 20. Jahrhundert hinein, gar nicht die Vorstellung, dass es sozusagen mehrere Geschichten geben könnte, die sich auch parallel zu der europäischen Geschichte abspielen, die trotzdem nennenswert sind, ja. Und warum sind die nennenswert? Vielleicht abschließend noch ein Hinweis darauf. Denkt noch mal kurz zurück an das Nashorn. Ja. Jetzt mit der Information, mit dem Wissen, was ich euch gegeben habe, dass es aus Afrika kommt, fällt euch da was auf? Wir haben gerade gescherzt, ist ja ein Einhorn. Was fällt euch an dem Nashorn auf? Vielleicht jemand, der sich mit Fauna in Afrika so ein bisschen auskennt, könnte darauf kommen. Na, ich löse jetzt mal auf. Afrika, da gibt es überall diese
Breitmaulnashörner, die haben zwei Hörner. Warum hat eigentlich dieses kunstvoll Blattgold gemachte Einhorn nur ein Nashorn nur ein Horn? Naja, das muss wohl ein asiatisches Nashorn sein. Ah. Aber warum ist das denn als künstlerische Abbildung in Afrika, im Mittelalter? Wie kommt es dahin? Was macht es da? Ja. Also man weiß von den Materialien her, das kann man sich ganz genau angucken, dass das mit Blattgold und Sachen aus Afrika hergestellt worden ist. Aber man hat zum Beispiel auch Scherben asiatischen Ursprungs da. Und siehe da, das stellt sich also jetzt aus der geschichtswissenschaftlichen, aus dem jetzigen Wissen so dar, dass es Gesellschaften waren, wo man zwar im 13. Jahrhundert noch nicht diese Riesenstrecken reisen konnte als Einzelner, ja, dass man also zwischen Afrika und irgendwelchen fernen asiatischen Ländern hin und her reisen konnte, aber es gab einen regen Handel zwischen den Gesellschaften oder den Reichen in einer Region, ja, und so sind bestimmte Dinge weitergewandert und auch das Wissen darüber, wie ein asiatisches Nashorn aussieht, muss gewandert sein. Anders kann man es sich plausibel nicht erklären. Es gibt diese Art Nashörner, nicht in Afrika, ist einfach so. Ne? Und auch diese Scherben weisen darauf hin. Und das gibt einen ganz vagen Eindruck davon, dass da einfach eine massive Parallele zu Sachen, die hier in Europa passiert sind, schon im Mittelalter eine Entwicklung stattgefunden hat, von der wir ganz wenig wissen und wo man erst lernen muss und verstehen muss, die ernst zu nehmen. Ja. Und also wenn ihr das nächste Mal in ein zum Beispiel ethnografisches Museum geht oder so, fragt euch mal, warum man das nicht Kunstmuseum nennt. Ja, es ist ein Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert. Es ist eigentlich diese europäische Sichtweise, dass man sagt, naja, es gibt interessante kulturelle Artefakte aus Afrika, aber das ist natürlich keine Kunst. Die Kunst, das ist so, ne, was wir aus unseren Anführungszeichen Sachen kennen. Und das wird also getrennt. Das sind sogar verschiedene Museumsgattungen. Und jetzt konnte man irgendwie im letzten Monat, deswegen ist das Thema auch ein bisschen aktuell aus meiner Sicht, bei den Diskussionen rund um die Eröffnung dieses Humboldt-Forums in Berlin, so ein bisschen beobachten, wie allmählich natürlich diese Naivität auch nicht mehr funktioniert, ja, und wo die Leute, die dieses Humboldt-Forum angelegt haben, wo jede Menge Raubkunst drin ist, nennen wir es mal beim Namen, sich schon zumindest, wo man zumindest auf einmal das Gefühl hat, okay, ist vielleicht alles nicht so korrekt, man muss mal die ganze Sichtweise und die Geschichte, die es da gegeben hat, nochmal überdenken. Denn auch das goldene Rhinoceros, was ich euch gezeigt habe, ist auch Raubkunst. Ja, das ist also ein Bild gemacht in einem französischen, wenn ich es jetzt richtig erinnere, Museum. Ja, genau. Und dieser blinde Fleck, dass es in Afrika ein Mittelalter gegeben hat und dass da crazy Sachen sich abgespielt haben und asiatische Nashörner abgebildet worden sind mit kunstvollem Blattgold. Darauf wollte ich mal kurz hinweisen. Ich finde diese ganze, also ich finde immer, je mehr man sich damit beschäftigt und sich damit auseinandersetzt, so erschreckend, was für eine eingeschränkte Sichtweise man darauf einfach in der Schule schon gelernt hat und eingetrichtert bekommen hat. Und auch, ne, woher sollte man es anders lernen, wenn man sich nicht tiefer damit beschäftigt? Und faszinierend, weil es einfach, ja, es ist echt so ein Tunnelblick. Und du hast jetzt über Raubkunst gesprochen, der da zum Beispiel beim Humboldt-Forum ausgestellt wird. Ich glaube, es geht aber ja auch noch ein bisschen darüber hinaus. Es ist sogar noch krasser, dass ja da teilweise dann nicht nur Kunstgegenstände, die geraubt worden sind, ausgestellt werden, sondern teilweise reden wir da auch über menschliche Überreste, also über Knochen, über Schädel. Mhm. Und das ist ja dann nochmal ein anderer Schnack, wo du ja letztendlich menschliche Überreste hast, die eigentlich beerdigt gehören und wo es irgendwo ja Nachfahren gibt oder geben könnte, die das vielleicht ungeil finden, wenn wir hier in Berlin uns da so ein Museum machen und das da reinhängen und sagen, das ist jetzt hier das, was da, weiß nicht, der Schliemann oder wer auch immer irgendwie die Leute mitgebracht haben, als sie da auf Raubzug waren, ne? Ja, und man muss ganz klar sagen, das ist nicht sozusagen ein Anhängselproblem von etwas ansonsten eigentlich ganz wunderschönen, hübschen oder so, sondern dieses Humboldt-Forum ist voll davon, nicht? Also das ist sozusagen der Showrunner, diese Güter
und diese Sachen, Henning, was du sagst, auch Überbleibsel von Menschenkörpern, die da gezeigt werden. Und das ist, sollte uns zu denken geben, ich denke schon, ja. Ich glaube, der Fachbegriff, der mir da, ich glaube, ich habe da auch ein Deutschlandfunk-Feature zugehört. Ich glaube, da war wirklich, wie du sagst, Lambert, war über Weihnachten echt knaller gutes Zeug im Deutschlandfunk zu hören. Da wird dann immer von diesem Unrechtskontext gesprochen, mit dem die halt behaftet sind oder innerhalb denen, die halt dann dort in die Sammlung gekommen sind. Und man hat so den Eindruck, teilweise wissen die haben gar nicht und haben gar keinen Überblick darüber, was dort alles an unrechtmäßig auf die gekommenen Gegenstände da sind. Ne? Und insofern, das kann ich auch zum Nachhören nochmal sehr empfehlen, dass diese Sendereihe, in der auch dieses Feature gelaufen ist, nennt sich Wissenschaft im Brennpunkt. Und das sind immer so 30-Minuten-Beiträge, die sonst sonntags im Deutschlandfunk über Wissenschaft als Podcast veröffentlicht und über antike Technologien verbreitet werden, die sehr hörenswert sind. Und da war dann unter anderem das über das Mittelalter in Afrika drin, aber auch zum Beispiel was über Robert Koch, den wir jetzt heute als Namensgeber des Robert-Koch-Instituts irgendwie für eine sehr wichtige Person halten. Die ist er auch gewesen und hat damit auch ein Forschungsfeld neu mit aufgemacht. Er hat allerdings da in Afrika, wo er unterwegs war, halt auch keine Ruhmesgeschichte der medizinischen Ethik hinterlassen, sondern ganz im Gegenteil, sich da ganz schön ausgetobt. Und heute würde man vielleicht eher dann ihn nochmal nach Den Haag vor das internationale Gericht oder so stellen, weil das heutzutage irgendwie gar nicht mehr so positiv angesehen würde. Ne? Mhm. Wir haben übrigens ein Twitch-weites Problem. Also es sind nicht wir, sondern Twitch ist tatsächlich größtenteils sehr wackelig und down. Deswegen schreiben auch so wenige, weil die uns nur ab und an mal sehen und schreiben kann man sowieso nicht. Also ich habe das gerade auf Twitter, ploppte das gerade auf. Das ist schade. Ach Mensch, ja. Das gibt's ja, jetzt ihr könnt euch das zwar später angucken, also falls ihr euch das auf YouTube anguckt, ihr könnt das ja jetzt sehen, aber... Ach, kaum beschwert man sich, bei Twitter geht es wieder, schreibt JP Thiele. Ja, also genau, es schwankt total. Also in meiner App sehe ich ab und an mal, dass niemand ist live. Also ich folge sehr vielen und es sind gerade sehr viele live, niemand ist live. Und das geht komplett, ja. Also es ist unglaublich. Ich bin ja auch vergeblich einen Chat-Eintrag abzusetzen, aber irgendwie will das alles gar nicht. Wackelt schon AWS, ja, genau, wahrscheinlich steckt das dahinter. Ja, was Henning gesagt hat, das ist ein guter Tipp. Der Deutschlandfunk hat im letzten Jahr dieses Thema sehr, sehr gut behandelt. Da sind einige sehr gute Shows gelaufen. Ein deutscher Historiker, der dort manchmal zu hören war, ist übrigens auch aktiv bei Twitter. Es ist unbedingt eine Follow-Empfehlung. Es ist ein Spaß, ihm zu folgen. Jürgen Zimmerer heißt der. Der Typ ist Geschichtsprof aus Hamburg und der hat immer diese Themen auf dem Schirm mit dem, gerade mit dem Kulturerbe aus dem kolonialen Unrechtskontext und hat da immer gute Sichtweisen und Impulse dazu und so. Dem kann man mal folgen. Okay. Muss ich mir merken, ich habe gerade mal gesucht, muss ich mal. Das ist eine guter Tipp. Aber ich müsste mir auf jeden Fall noch den Link zu diesem Deutschlandfunk-Dings musst du mir nachher noch schicken, Lambert. Das genau, ich hatte den jetzt gerade in den Discord reingepackt, aber ich packe ihn gleich auch noch mal in den... Also ich werde es auf jeden Fall in den Blogpost mit reinpacken, aber im Chat ist natürlich auch schön, wenn die Leute jetzt sich den irgendwie schon speichern wollen. Aber ich meine, sie kommen gar nicht in den Chat teilweise. Und oh, im Zweifelsfall hört ihr uns jetzt gar nicht, weil Twitch gerade da ist. Ja. Ein Physiker schreibt, es gibt bei ihm, also Mr. Prosser schreibt, es gibt bei ihm gar nichts auf dem PC... Auf dem Handy geht alles, im Browser geht alles nichts, aber in der App laufen wir noch, deswegen fasst er sie nicht an. Ich habe nur gesehen, bei mir. Don't touch running. Ja, Twitch genau. Street. Aber kommentieren kann man dann halt nicht mehr. Naja, gut, wir machen weiter mit der Show. Show must go on, habe ich mal gehört. Genau. Ja. Oh Gott, das die Sendung der Ohrwürmer hier. Ja. Abend. Schlecht gecoverten. Ich werd eine Woche lang die ganze Zeit. Emmel. Okay, ja. Ja. Aber ich hätte ja noch einen Downer für euch. Bitte serviere den Downer. Ja, warte. Apropos was. Downer. Ihr arbeitet doch zumindest im Moment noch beide in einem Bibliothekskontext. Ja.
Und da wollte ich euch mal fragen, was wäre eigentlich. Noch drei euch? Tage. Entschuldigung. Brutal. Genau. Was wäre für euch das Schlimmste, was für euch als Bibliotheksmitarbeitende so jetzt im Bibliothekskontext so passieren könnte? Das Schlimmste? Ja. Ein im wissenschaftlichen Bibliothekskontext kann ich das nur sagen. Da wäre es eine Agenda, die besagt, also wir machen alles nur noch print und closed. Also back to the 1950s oder so. Das wäre für mich persönlich das Schlimmste, weil das einfach das Gegenteil von Digitalisierung und das Gegenteil von offener Wissenschaft ist. Ich könnte mir auch vorstellen, so eine Benutzungsordnung, wo man, bevor man eine Bibliothek benutzen kann und so, man so ganz harte Tests und erstmal sein Abstammungsstammbuch irgendwie vorlegen muss oder so. Also da hätte ich auch einiges an dystopischen Fantasien oder festgekettete Bücher. Jetzt nur noch die Aria in den Lesesaal gelassen werden, oder was? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, da kommt mir die nächste Assoziation. Das Schlimmste, was ich mir bei öffentlichen Bibliotheken vorstellen kann, ist Zensur im Sinne von Bücher, die entfernt werden müssen. Und jetzt nicht Bücher, die ganz offensichtlich ganz schrecklich sind, sondern massenweise Bücher, die halt, was weiß ich, Literatur enthalten, die gerade dem Präsidenten nicht passt. So, genau. Das wäre für mich im Kontext öffentliche Bibliotheken der Horror. Bibliothekaren haben auch eine sehr hohe Ethik, was die Privacy der BenutzerInnen angeht. Also was wie tracken, was du liest. Das wäre auch eine ziemliche Hölle. Also das wäre ja auch ganz schön. Und hier, JP Thiele sagt richtig, Alexandria. Und wenn wir das jetzt in die Digitale übertragen, also wenn bei uns alle Server abrauschen und wir die dann alle aus den Backups wiederherstellen müssen, das wäre Hölle. Ja, aber ihr habt wenigstens Backups. Ne? Auf Tape! Auf Tape? Nee, Alter! Ja. Mhm. Habt ihr schon mal ein Restore? Damit verbracht, mal einen Probe-Restore zu machen, ob das überhaupt geht oder ob die Lesegeräte vielleicht seit 20 Jahren schon irgendwie. Achso, doch, das, also dass die Geräte funktionieren, das Ding läuft gut. Also das macht jede Nacht die Backups und so. Also das funktioniert alles gut, man kann davon auch die Daten wieder runterholen, aber es wäre wahrscheinlich die Hölle, das dann ans Laufen zu kriegen. Also das erstmal wieder rausholen, dann, also. Ja, ich möchte euch heute auch von einer Bibliothek erzählen, die also den Worst Case erlebt hat. Alexandria hatten wir eben, das waren die abgebrannt waren. Ne? Also das gab es ja auch in Deutschland mal vor nicht allzu langer Zeit, da irgendwo in, wo war das, Wolfenbüttel oder was? Ist da nicht irgendwie so eine Stiftungs... Die Herzog-August-Bibliothek, ja. Herzog-August-Bibliothek, ne? War das Wolfenbüttel oder wo irgendwo deine Ecke war das, ne? Ah, okay. Ja, oder sowas wie also das Kölner Stadtarchiv, ne? Genau, ist abgebrannt und da war irgendwie, glaube ich, eingestürzte Explosion, die irgendwie abgebrannt ist und dann ist da der ganze Dachstuhl abgebrannt und das war jetzt gar nicht das, was ich euch erzählen wollte. Ein Glück. Insofern, es kann auf verschiedene Weisen was schief gehen. Nee, ich wollte euch erzählen, eine Bibliothek hat was verloren. Die haben ein Buch nicht wiedergefunden. Das passiert und bei uns jeden Tag. Entschuldigung. Ja, wollte ich mich fragen, ist das ein übliches Problem? Wie viele Bücher habt ihr überhaupt, Claudia, bei euch in der Bibliothek? Weißt du das? Ja. Nein. Schönen Tag beim Vorstellungsgespräch von dem aktuellen Job. Chef, hör nicht doch mal, zu. Wie viele Bücher ansetzen. Mach nicht, du bist auch gleich noch dran. Oh, scheiße. Google? Okay, schnell googeln. Okay. Ja. Nein, ich glaube, das kann man gar nicht googeln. Aber also tatsächlich ist das, also wir haben, weiß ich nicht, sehr viele Bücher. Okay, Lambert, wie viele Bücher habt ihr? Nicht wir googeln? Haben so ein paar Millionen. Aber ich glaube, ja, du musst. Also wir haben ein paar hunderttausend. So. 100. Ja. Damit, wie viele Millionen? Einstellige Millionenzahl? Einstellige Millionenzahl. Ja. Oh, boah, ey. Also, oh, hoffentlich das hören das nie Kolleginnen und Kollegen. Ich werde sowas von. Okay. Ja, absolut. Bücher. Wir reden jetzt mal nur über Bücher als Bücher.
Gut, Jülich ist ein bisschen kleiner. Ich rede über eine Bibliothek, die ist noch ein bisschen größer als die TIP. Die hat 10 Millionen Bücher. Und ich würde jetzt gerne mal meinen Screen sharen. Da muss ich mal gucken, ob das hier klappt. Ja. Wenn ihr mal, ich würde ja gerne das eine Fenster hier sharen. Leute von außerhalb des Bibliothekswesens machen sich selten eine Vorstellung davon, wie redundant wir sind. Also ich meine, dass Bücher weggehen, verloren gehen, weggeschmissen werden, gehört für uns voll zum Alltag. Aber ich, Das sind die beiden Bücher, ich hoffe, ihr könnt sie jetzt sehen, die verloren gegangen sind. Und die stammen aus dem Jahr 1837. Und die Abkürzung, die ich ja für meinen Teil genommen habe, ist ja D-MIL. Und ich habe gedacht, MIL für Missing in Library. Und das D steht... Okay, das ist gut. Nein, das ist absolut richtig. Bei uns heißen, werden die Bücher auf Missing gebucht, wenn sie nicht mehr zu finden sind. Ja, stimmt. Ich habe auch da gleich noch meinen Lieblingsbegriff gelernt von heute Abend, den kann ich euch gleich nochmal sagen. Aber das D steht für den Autoren und wir nähern uns jetzt mal ganz langsam dem Autoren. Also wir befinden uns an der University of Oxford. Die haben 10 Millionen Bücher. Und eine sehr altwürdige, althergebrachte, ich weiß nicht, war einer von euch schon mal da, Bibliothek? Nee, wart ihr noch nicht? Ja, ich auch nicht. Aber ich habe mir so ein paar Fotos und Videos angeguckt und das sieht alles sehr, sehr nice aus. Und dieses schöne Ding, was wir gesehen haben, ist also von Herrn Darwin geschrieben. Und ich schalte jetzt mal um auf, wird jetzt mal ein zweites Tab angezeigt? Wird jetzt ein anderes Bild angezeigt? Also ich sehe jetzt das gegen gemalten Baum. Genau, das hat nämlich Herr Darwin gemalt, Charles Darwin, hat 1859 seine Origin of Species veröffentlicht, was sozusagen als Beginn der Evolutionslehre gesehen wird. Und ein ganz wichtiges Teil darin ist also auch dieser Stammbaum, den er aufgemalt hat und von dem wir jetzt hier eine Skizze sehen. Und wie sich halt die Evolution einer Art zum Beispiel in Form von einem Stammbaum so entwickeln kann. Und das hat er halt schon 20 Jahre, bevor er das Buch dann veröffentlicht hatte, halt 1837 mal in so einem Skizzenbuch aufgemalt. Mhm. Und dieses Skizzenbuch oder diese beiden Skizzenbücher, die sind leider verschwunden. Die waren mal da. Krass. In der Bibliothek, ich glaube eher nicht im Freihandarchiv oder wie heißt das, im Freihandbestand, sondern eher im Archiv der Bibliothek. Aber die sind leider verschwunden. Und was da passiert ist, wollte ich euch kurz mal erzählen. Die haben nämlich im Jahr 2000 bereits die Dinger mal rausgeholt, weil sie die fotografieren wollten. Und also, bevor ihr nachher fragt, keine Angst, die Dinger sind irgendwie digital gebackupt. Also es gibt ein digitales Backup. Aber dann wollten sie das irgendwie fotografieren oder ein Video davon machen, haben das im November 2000 da rausgeholt. Und zu der Zeit waren auch irgendwie Umbauarbeiten in der Bibliothek. Und dann haben sie im Januar 2001, also 2 Monate später, das gecheckt, ob das wieder an seinem Ort ist, und das war es nicht. Und sie haben es aber auch sonst nicht gefunden. Und dann haben sie gedacht, und das ist eigentlich mein Lieblingsbegriff, es wäre misshelved. Ich weiß nicht, kann ich dieses englische Begriff ist vielleicht bei euch Bibliothekarinnen, ist vielleicht irgendwie so ein Klassiker, ja? Also ja. Claudia, du kanntest das? Ja. Misshelf, fand ich ein geiles Wort, habe ich neu gelernt. Und dann haben sie das anscheinend, und dann hat sich so anscheinend die Bibliotheksleitung, ist dann auch mal in Rente gegangen, dann gab es eine neue Bibliotheksleitung, und für mich klang das so durch, als ob immer so, dass so als so eine Problemfall geschildert worden ist, so von Bibliotheksleitung zu Bibliotheksleitung, jeweils bei der Übergabe so von Renteneintritt. Und dann haben wir dann noch den Darwin, und der ist irgendwo verschütt gegangen, aber keine Angst, der liegt irgendwo, den finden wir irgendwann. Und jetzt hat sich dann die aktuelle Bibliotheksleiterin, Dr. Jessica Gardner, letztes Jahr mal hingesetzt und hat gesagt, Kinders, das geht so nicht weiter, das Ding ist jetzt seit 20 Jahren verschüttet. Wir müssen das mal finden. Mhm. Und dann haben sie wohl eine der größten Suchaktionen in ihrem... Oh mein Gott, haben sie gemacht? Bücherbestände
Und weiß ich nicht, ob sie sich da mal irgendwie in Osterferien eingeschlossen haben oder so. Jedenfalls haben sie die ganze Bibliothek und dazu gehören natürlich auch so Archivräume, Riesenkellerräume, wo du an so Drehtüren so ganze rollende Bücher... Kompaktregale heißen die. So durch. Die haben anscheinend jede Kiste mal aufgemacht. Und ja, war nicht zu finden. Und dann haben sie sich im November letzten Jahres das öffentlich gemacht und haben sich auch an die Polizei gewandt und haben gesagt, wahrscheinlich ist das Ding vor 20 Jahren geklaut worden. Und wir haben es einfach nicht vorher gemerkt. Und we are terribly sorry und finden es auch selber blöd. Und ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo sind die Dinger hin? Also klar ist, dass die Millionen wert sind, mehrere Millionen. Über Versicherungen habe ich nichts gelesen, was da irgendwie jetzt der Fall war. Und ja, man vermutet, weil das Ding halt nicht auf dem freien Markt irgendwie so zu verkaufen ist, weil ja Leuten, die das als solches erkennen, klar ist, wo das eigentlich hingehört. Und sie haben sich deswegen jetzt an die Öffentlichkeit gewandt und ganz explizit um Hilfe gebeten, weil sie hoffen, dass, wenn das wirklich jemand irgendwie hat mitgehen lassen, dass diese Person vielleicht dann, ja, also bei anderen Kunstrauben ist es anscheinend schon passiert, dass Leute auf dem Sterbebett irgendwie gemerkt haben, dass sie noch irgendwie den letzten Funken Anstand noch wieder entdeckt haben und dann ihren Nachkommen vielleicht noch zugeflüstert haben, im Keller da ganz rechts in der Ecke liegt irgendwie eine verpackte Kiste und die bitte nicht wegschmeißen. Und sagen, jetzt wollen sie damit an die Öffentlichkeit gehen, damit das möglichst viele Leute irgendwie erfahren, dass es das gibt. Und ja, man weiß nicht, wo es gelandet ist. Also ihr Zitat hier war, I'm heartbroken, we've devoted the whole of our career to preserving the cultural heritage and we're devastated by what has happened. Ne? Also da stelle ich mir auch die Lage vor. Insofern, ja, habt ihr schon so schlimme Verluste in euren Bibliotheken erlebt? Habt ihr schon einen Darwin von Original von 1837 verloren? Oder was ist euer schlimmster Verlust, wollte ich mal fragen. Also einen Darwin haben wir nicht. willst du den Stream wieder, also das Bild wieder wegteilen? Dann kann ich uns wieder groß machen. Ich glaube, so einen ganz schlimmen Buchverlust hatten wir nicht. Lambert? Wir hatten einen wirklich ganz komischen und auch ein bisschen durchaus traurigen, bedauerlichen Verlust an toller, schicker, bibliothekarischer Inneneinrichtung. Also nicht ein Medium, sondern ein Stück Inneneinrichtung. Und zwar gibt es diesen wunderschönen Pin-Lesesaal. Das ist der schönste Lesesaal, der Tipp. Historisches Gebäude, der frühere Welfen. Pferdestall war das, umgewandelt in einen, man sieht eine Gebäudeform noch, dass es ein Pferdestall mal hätte sein sollen, in einen Lesesaal und alle repräsentativen Veranstaltungen von uns fanden immer in diesem Lesesaal statt und so weiter. Und eines Tages wird die Tür, und man muss genau dazu noch sagen, dass die Einrichtung eine moderne Einrichtung ist, und so Designklassikermäßige, wirklich ja, moderne im Sinne von 50er Jahre modern oder so, Lampen hingen mittendrin in diesem Lesesaal. Und das sah wirklich schick aus, tolles Ensemble. Und eines Tages wird morgen also dieser Lesesaal aufgemacht. Und das ist ein sehr hohes Gebäude, nicht? Also es ist wirklich ein Oschi. Ich kann so schlecht Größenordnung. Ich würde jetzt gerne eine beeindruckende Meterzahl nennen, aber kann ich nicht. Also auf jeden Fall ein großes Gebäude, großer Saal mit diesen Leuchten oben drin. Eines Tages wird also dieser Saal morgens aufgemacht und diese Leuchten fehlen. Also jemand hat es wirklich geschafft, einzubrechen, muss mit richtig professionell, mit hohen Leitern irgendwie aufgestiegen sein, hat die Dinger sauber abgeschnitten und mitgenommen. Krass, oder? Also ich meine, wer macht sowas irgendwie? Und ja, ich meine, das ist eine Art Objekt, anders als so ein tolles altes Buch oder so, wo ich denke schon, da kann man einen tollen Schwarzmarktpreis mit erzielen. So, das könnte schon der ganze Hintergrund der Aktion gewesen sein. Mhm. Aber auch schräg, oder? Naja. Total. Sehr schräg. Also jetzt bei so einer uninahen Bibliothek hätte ich ja gesagt, das ist irgendwie Studentenscherz oder so, aber die nicht wieder aufgetaucht sind. Ja, aber wer klaut da denn Bücher? Also ich meine,
Wie drücke ich das jetzt aus? Also es hat keinen Wert im Sinne von, ich kann es verkaufen und bekomme dafür viel Geld. So, also das funktioniert, glaube ich, nicht so wirklich gut. Und einen emotionalen Wert stelle ich mir gerade schwierig vor, ehrlich gesagt. Aber gut, ich meine, Menschen sind Menschen, vielleicht. Eine Vermutung habe ich gefunden. Hast du noch eine Idee, Lambert? Meine Vermutung bei dem Darwin würde ja in die Richtung gehen, psychologisch. Also, dass das wirklich ein, weiß ich nicht, jemand ist, der ein Spinner ist. Ja? Und einfach, hey, Darwin-Bücher irgendwie, das hat irgendwie eine irre Bedeutung. Ich lade das auch nochmal extra mit einer Bedeutung auf und ich will das haben. Oder ist es zu simpel gedacht? Also, das wäre mein erster Tipp. Dass es nicht was Materielles ist oder so. Eine Spekulation, die ich gefunden habe, aber man muss ganz klar sagen, wir sind dann im Reich der Spekulation, ist, ja, dass es sein könnte, dass es in der Tat nicht aus einer literarischen Liebhaberperspektive oder so einer Begeisterungsperspektive, sondern vielleicht eher so aus einer Gegenkonfrontation, aus einer Darwin-Hasser-Perspektive gemacht worden sein könnte. Und zwar natürlich die Evolutionstheorie wird mit Darwin konnotiert. Und genau, es sind Skizzen aus dem Vorfeld seiner Origin of Species von 1859. Und in Deutschland haben wir diese Diskussion nicht so stark, aber in den USA und anscheinend auch in UK gibt es auch diese Diskussion um Verbannung oder das Gegenüberstellen der Evolutionstheorie im Schulunterricht, im Biologieunterricht mit Alternativmodellen und natürlich da namentlich Intelligent Design, was es da gibt und was anscheinend auch in den letzten 20 Jahren, so wird hier ein Paper zitiert, in UK größer geworden ist und es auch dementsprechend Diskussionen darüber gibt, ob man im Biologieunterricht Kreationismus auch halt als alternative Theorie zur Evolutionstheorie darstellen soll. Und ja, es gibt keinen Beleg dafür, aber man könnte Leuten, die das verkörpern und für wichtig halten, schon zumuten, dass sie vielleicht da aktiv werden an der Stelle. Und man kann nur hoffen, dass das Ding noch nicht zerstört ist. Und weil das Schlimmste, was man natürlich sich vorstellen kann, ist, dass irgendjemand da sich im Dezember 2000 das Ding da rausgezogen hat und dann da ein schönes Silvesterfeuerwerk mit gemacht hat. Na, also es ist reine Spekulation, aber ausschließen kann man es nicht. Und als ausgebildeter Wissenschaftshistoriker würde ich mich natürlich freuen, wenn das Ding noch irgendwo liegt und wieder zukünftigen ForscherInnen-Generationen zugänglich gemacht werden könnte. Im Original, nicht nur in der digitalen. Genau, nicht nur die digitalisierte Variante. Also wenn es tatsächlich so diese Theorie wäre, ne, dann wären wir natürlich auch in dem Bereich, wo ich war mit Zensur und Büchervernichtung. Ne? Ja. Ja. Wobei das dann nicht organisiert, sondern halt von einer Einzelperson gewesen wäre. Aber ja, das wäre natürlich krass. Also das ist eine Form von Zensur, die auch nicht zu unterschätzen ist. Ich hatte im Rahmen von meinem Bibliotheksreferendariat einen Monat lang in der neuen Bibliothek von Alexandria verbringen dürfen und hatte mich da so ein bisschen beschäftigt, wie deren Bestandsaufbau verläuft. Also das war noch das Ägypten unter Mubarak. Und das Interessante ist, da habe ich ein bisschen auch recherchiert und gelernt darüber, was für ein Gesicht Zensur heute hat. Und bei diesen Dingen, wo Leute also aus religiösen Motiven heraus verhindern wollen, dass moderne Anschauungen darüber, ich weiß nicht. Also zum Beispiel Literatur, die über Frauen ist. Ja, allein das, dass das als Thema in der Literatur vorkommt, ja, das ist ein Gegenstand von Zensur. Und interessanterweise, und darauf will ich jetzt hinaus, nicht so sehr staatlicher Zensur. Also in Deutschland, wenn wir über Zensur reden, fällt uns immer gleich ein, welcher Überwachungsstaat oder wie die ist oder so. Also alles top-down, super organisiert. Sondern was es inzwischen viel gibt, ist so eine Art privatisierte Zensur. Ja, dass du so eine Art Miliz hast von religiösen Leuten, die so, wir ziehen das einfach durch, wir machen das. Wir nehmen die Sachen aus dem Bestand. Das sind Sachen, die in Ägypten zu der Zeit und auch in anderen nordafrikanischen Ländern immer mal wieder passiert sind. Und dann ist die Frage, okay, wenn die das machen und dann diese Bücher aus dem Verkehr ziehen oder so, ja, weiß ich nicht, irgendwie
Gender-Theorie oder so, ja, dann wer hält die auf? Nicht? Also klar ist es dann nicht legal, ja, das ist nicht von oben sanktioniert, aber das heißt nicht, dass sie es nicht machen und das heißt auch nicht, dass sie nicht, dass sie jemand nicht dabei aufhält. Das muss dann auch getan werden von irgendwelchen Leuten, ne? Und das, also diese privatisierte Zensur ist zu dem Zeitpunkt in Ägypten und anderen Ländern ein fettes, reales Problem gewesen. Ich würde ja fast dazu tendieren zu sagen, das ist so Guerilla-Zensur. Ne? Also an vielen kleinen Stellen, die ist jetzt nicht das große Paket, sondern ne, tut trotzdem sehr weh. Es sind alles Nadelstiche. Ne? Und wenn du da einzelne Bücher rausnimmst und wir müssen ja nicht mal mehr so weit gehen, ne, Henning, wie du gesagt hast, die zu klauen, sondern dieses Miss-Shelving reicht manchmal auch, um Bücher verschwinden zu lassen. Also das klingt erstmal so verrückt, das Buch ist ja nicht verschwunden, das dachten die ja auch, ne? Es steht woanders, es ist Miss-Shelved und du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig es ist, also das Buch ist tatsächlich erstmal verloren, wenn es nicht an seinem Ort steht. Also so ein physisches Buch, wenn das nicht an der Stelle im Regal steht, wo die Nummer genau durchnummeriert ist, und das steht 3 Regalbretter weiter, das findest du nicht. Also es gibt ja da nicht nur das sozusagen unabsichtlich falsch zurückstellen, sondern auch das absichtlich falsch zurückstellen, wo ich immer manchmal gehört habe, dass in manchen Studienfächern kurz bevor bei Professorin X zum Thema Seminar Y eine Klausur geschrieben wird, dass dann die einschlägigen Lehrbücher versteckt werden, damit die anderen Studenten bloß schlechter abschneiden als ich. Ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, aber das ist echt ein Ding, also dieses Verstellen und ich meine, die haben ja wirklich lange danach gesucht offensichtlich oder lange es gut sein lassen. Es gibt übrigens so eine, da habe ich mich mal mit beschäftigt, die Versuche, das zu verbessern. Also ich meine, du kannst natürlich als Mensch mal rechts und links gucken, aber du kannst ja nicht 3 Regalbretter weitergehen. Also da bist du ja ewig beschäftigt. Eine Inventur in der Bibliothek zu machen ist, vor allem mit 10 Millionen Büchern, aber ist ja riesig und was es aber so gibt, und das fand ich ganz interessant, man hat ja auf den Buchrücken, ne, die Zahlen und Nummern draufstehen und es gibt so Augmented Reality Apps im Bibliothekskontext entwickelt, die dafür da sind, dann das Regal zu scannen und zu identifizieren, wo die Nummern Brüche haben oder wenn die irgendwie mit, also quasi dann anzeigen, dieses Buch steht falsch quasi oder halt über RFID. Ne? Also du gehst an dem Regal vorbei und scannst die Bücher und irgendwie sagt dir ein Buch, also hier stehe ich aber falsch. Also da gibt es schon Ideen, das zu ändern, aber es ist natürlich bei physischen Büchern einfach ein Ding der fast Unmöglichkeit. Aber das klingt doch jetzt so, als ob gerade dieses Funken irgendwie, wir reden ja jetzt aktuell bei Corona irgendwie auch über irgendwie Bluetooth-Funktechnologien mit Bluetooth Low Energy. Also wenn du da so Beacons oder so reinklebst oder halt so RFID-Chips, das müsste doch wirklich irgendwie im Sinne der Digitalisierung irgendwie, natürlich das ist viel Aufwand, erstmal eure 5 Millionen Bücher irgendwie da zu bekleben, Lambert, aber wenn du heute nicht mit anfängst, dann wird es nie besser, oder? Total, ich bin voll der Freund davon. Da müssen überall diese Chips reingepackt werden. Und ich meine, sobald der Preis von diesen Dingern unter, weiß ich nicht, ein paar Cent ist oder so, fängt es auch an, sich zu lohnen. Nicht? Das ist auf jeden Fall. Aber ich hatte eine Kollegin an dem Standort, wo ich Fachreferent war, früher, Stefanie Benze, ganz tolle Kollegin, die war für den Lesesaalbestand zuständig. Und die erzählte mir dann mal so am Rande, naja, klar, dass das schon so sei, dass dann in dem Fall die Wirtschaftswissenschaftsstudies, die Bücher absichtlich verstellen oder sowas. Aber dass, wenn sie dann durch den Lesesaal geht, sie aus dem Augenwinkel wahrnimmt, oh, das Regal sieht irgendwie nicht so richtig aus, da muss ein Nest sein. Nest. Und das ist wirklich, also die hat die VR-Anwendung im Kopf gehabt. Ne? Die Topologie dieses Regals ist so, das ist so, da ist eine komische Lücke oder da stehen Bücher, die da nicht hingehören und hat es dann so schnell zurückgeräumt. Kann man hier Gehirn anzapfen? Ja, die AI. Darf dann natürlich nicht, die darf nicht in Rente gehen, ne? Weil sonst ist das Wissen verloren. Nicht? Ja, das muss vorher in AI mit Blockchain übersetzt werden und erst dann darf die in Rente gehen.
AI mit Blockchain, mindestens, ja. Schöne Geschichte auch hier. Ich habe gerade wieder, kann gerade wieder den Chat kurz sehen. Also es scheint wieder gerade ein bisschen besser zu twitchen. Ja, ich lese gerade den langen Post von Josephinchen. Rezitiere ihn mal ein bisschen. Worum geht's? Darüber, dass in Odilienberg in den Vogesen 1000 mittelalterliche Bücher und Drucke gestohlen wurden. Und zwar offensichtlich über einen Geheimgang hat das ein Mann weggetragen über Jahre. Und man konnte sich nicht erklären, bis man eine Videokamera eingesetzt hat und dann gesehen hat, dass es da einen Geheimgang gibt. Das ist ja Wahnsinn. Aus einem Kloster, aus einer Klosterbibliothek. Ja. Schön. Das ist ja was. Oh, wow. Und, Lambert, wer war schuld? Der Berufsschullehrer. Aber ich finde, wir müssen noch mal kurz eine Lanze brechen. Also Studis verstellen nicht immer nur mit Absicht Bücher. Also im Forschungszentrum haben wir ja jetzt nicht viele Studis, ja, und wir haben viele verstellte Bücher. Deswegen klebt auf jedem Tisch und überall ein Zettel: Bücher bitte nicht zurück ins Regal stellen. Lasst sie hier liegen, wir machen das. Das ist was für Profis. Ich weiß, dass das sehr simpel klingt. Ein Buch nehmen, die Zahl, die Buchstaben angucken und das wieder ans selbe Fach zurückstellen. Es kann nicht so schwer sein. Vor allem, wenn du als Aufstellungssystematik Dewey Decimal Classification hast. Es oder kann die nicht so schwer sein. Egal, es ist, aber vor allem für studierte Wissenschaftler, aber ich lasse das mal so stehen. Also, bei uns klebt das auf den Tischen. Lasst es die Profis machen, echt. Ja, Finger weg. Ja, legt sie einfach irgendwo hin, besser die Bibliothekarin stellt es zurück. Messer, Gabel, Schere, Licht und Bücher zurückstellen sind für Bibliotheksbenutzer nicht der Volksmund. So sagt. Wahnsinn. Aber das, also, ich stelle mir gerade vor, wie krass das ist, dass du irgendwie erst nach 20 Jahren dann wirklich feststellst, dass das sowas Wertvolles weg ist. Ne? Also es ist schon, ich kann verstehen die Tonart dieses Statements, ne? Das du zum Schluss vorgelesen hast, Henning, dieses, das ist absolut devastating, das ist wirklich schlimm. Aber ich kann verstehen, dass man angenommen hat, es steht erst falsch, weil, ne, wie gesagt, du hast gehört, das passiert oft. Kommt auch vor, dass wir irgendwie nach 40 Jahren bekommen, also ich bekomme manchmal Bücher auf meinen Tisch gelegt, so im Fach, als Fachreferent, das Buch war missing, das ist vor 40 Jahren verloren gegangen, hier ist es. Das passiert. Und das sind dann Leute, die aus dem Forschungszentrum Jülich auch in Rente gehen und dann nochmal ihren Schreibtisch aufgeräumt haben. Auch das oder in Instituten oder in irgendeinem anderen Regal. Und dann ist dann die Frage, wollen wir das noch behalten oder weg? Oder haben wir schon Ersatz im Zweifel? Ne? Wichtige bibliothekarische Arbeiten, Leute. Ja. Ja, eigentlich genau. Hätte das auch zur letzten Folge gepasst, zu den Forschungskrimis. Stimmt. Und da hatte ich eigentlich schon so ein bisschen gehofft, dass einer von euch die Geschichte macht. Aber jetzt habe ich als einziger Nicht-Bibliothekar euch die Geschichte erzählt. Und ich fand es gar nicht so downermäßig, Henning. Nee, das war ganz schön. Ja, weil es bei euch passiert ist. Weil es irgendwo in Oxford passiert ist. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wenn es uns passiert, wäre es schon sehr aua. Nee, kleiner Downer heute. Ja, aber es ist schade, dass so ein Stück Kulturgut jetzt fehlt. Aber ein Hoch auf die Digitalisierung. Und super interessante Geschichte zum Thema Wissenschaftskommunikation. Ja, Darwin wird entfernt. Ich meine, das ist schon eine Story. Also, ja. Mhm. Ja, da sind wir schon wieder bei 22.53 Uhr hier bei mir. So mit ganz vielen Twitch-Problemen. Ja, es ist echt schade, dass wir mit dem Chat nicht so viel interagieren konnten, aber ja, wenn dir Twitch dauernd zusammenbricht, ist es dann so. Ja, was für rituelle Handlungen sind zum Ende einer Show noch so fällig? Wir müssen irgendwie überlegen oder machen wir das unter uns, der neue Termin der nächsten Show, oder? Können wir das Ritual behalten wir bei? Wann? Ja. Die Tradition sagt eigentlich Donnerstag, der 4. Februar. Das ist der erste. Ja. So, ja. Erste Donnerstag im Februar. Und wäre bei mir auch in Ordnung. Ja. Ist okay.
Und wie immer gilt natürlich auch an euch, Zuschauende, dass wir auch gerne nochmal externe Expertise von Gästinnen reinholen, wenn ihr Forschende kennt, Forscherinnen, Forscher, die oder ihr selber jemand seid, der oder die mal über ihr Thema oder sein Thema berichten möchte. Man kann uns anchatten und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwie das Thema zu uns passt oder ja, genau. Wir einen gemeinsamen Termin finden. Wir sind echt, man kann mit uns virtuell sich treffen und Teil dieser Show sein, genau. Und wie man an Heidi sieht, kann man danach voll durchstarten und einen Podcast starten. Ja. Und, ja, richtig gut, richtig gut. So ist es. Gut, ich glaube, ansonsten haben wir keine Rituale, die noch durchzuführen sind, außer dem Termin. Ja, wir können noch einen raten. Aber genau. Ich weiß nicht, wenn Twitch so kaputt ist gerade und wir eh keine Zuschauer mehr haben, dann... Ja, das weiß ich gerade nicht. Also ich versuche gerade, lass mal gerade versuchen rauszufinden, wie viele Zuschauende wir gerade haben. Also JP Thiele war ja eben noch da. Er schreibt auch gerade noch, also der ist offensichtlich noch da. Ich guck mal gerade. 12. Ja, siehst du, das geht doch. Ich mach jetzt erstmal Twitch auf und guck mal, ob da was zu finden ist. Und ihr müsst euch in der Zeit noch unterhalten, ne? Ihr müsst. Dim, 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 dim. Ja. Oder rappen. Oder Claudia total ablenken, indem man das noch Schlimmere, Dida von Fanta 4. Ist es Dida, die da im Eingang steht? Well. Nee, mache ich jetzt nicht. Oder, also ich kann ja auswendig, sie ist weg. Oh, das ist auch krass. Ja. Aber kannst du das, während du Twitch durchsuchst? Nein. Nein, das geht nicht. 90er Jahre Appreciation Podcast hier. Also. Ja. Urheberrechtsverseucht bis zum geht nicht mehr. Stimmt. Wahrscheinlich hat Twitch uns gedrosselt, um uns auf subtile Weise abzuschalten. Um das zu kaschieren, hat das die ganze Twitch-Plattform schrottet, nur weil der Forschungsstrom hier nicht mehr senden soll. Da haben wir doch schon eine schöne Verschwörungstheorie hier. Was solide, ja. Ach, meine Güte. Also da ist ja ganz viel Development, was gerade live ist. Aber Softwareentwicklung und Technikentwicklung. Mhm. Apropos, habt ihr mitbekommen, dass der Schaltplan für den 5G-Funkchip, der bei der Corona-Impfung verabreicht wird, sich herausgestellt hat, dass das der Schaltplan ist von so einem elektrischen Effektpedal für die E-Gitarre, hat jemand mal rausgefunden. Fand ich ganz interessant. Aber und den will Bill Gates uns jetzt einchippen, oder was? Ja, vielleicht ist es Teil des Plans irgendwie, von wegen Effektpedal. Aber es ist wohl tatsächlich dieser Schaltkreis da kursiert in einigen Corona-Leugner-Kreisen als der Schaltplan des angeblichen Chips, der einem verimpft wird. Der einem angeblich, genau. Darauf möchten wir ganz besonders bestehen. Der, Also, genau. es tut mir leid, also ich sehe zwar, dass diese Person angeblich live ist, aber ich kann da nicht hin, dahin nicht raiden, weil ich nichts sehe. Also Twitch scheint immer noch nicht gut zu funktionieren. Da müssen wir heute drauf verzichten, zu raiden. Heute aber nicht geradet, schade. Ja. Ihr müsst real life raiden und zwar euren Kühlschrank und euch noch ein Bier rausholen. Also anders. Genau, oder eine Mate. Es ist ja noch früh am Abend. Entschuldigung, ja, guter Hinweis. Damit man noch wach ist. Gut. Ich habe Henning und Claudia schon gerügt vorhin für ihren verrückten abendlichen Koffeinkonsum, aber scheint ja normal zu sein hier. Tja, wenn man um 5:30 wach ist, dann wird man irgendwann, baut man dann ab. Okay. Musst du morgen wieder um 5:30 aufstehen? Ja, ich habe ja die Frühschicht. Ist ja hier Lockdown mit Kindern, da muss man sich ja die Arbeit aufteilen und ich bin ja in der Frühschicht eingeteilt, was Arbeiten angeht und die Spätschicht habe ich dann die Kinder und deswegen ist der Wecker so früh. Gut, dann schicken wir dich jetzt ins Bett, Henning. Genau. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitchatten. Und wir sehen uns in einem Monat. Genau, am 4. Februar. Bleibt gesund und lasst euch chippen. Beste Community. Danke für die Weiche, ne? Also danke für die Fans. Ja, das ist also toll. JP Thiele, ganz großes Special Mention hier. Großartig. Vielen lieben Dank und bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss. Tschüss.